ich bin Basti von Geekpunkt und heute wieder der Pile ist geil. Wenn ihr euch wundert, warum keine Emotes fliegen, das ist total einfach. Anscheinend sind heute keine Mods in meinem Livestream. Ich mache heute alles selber. Der erwachsene Mann von heute, der kommt auch ohne Moderatoren einfach klar. Aber ein paar Leute schreiben, hallo YouTube, und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, wenn es wieder heißt, meine Tops und Flops. Ihr wisst, binäre Wertung, Daumen hoch, Daumen runter. Ich zeige euch hauptsächlich Ersteindrücke von Spielen. Ich erzähle dann immer dazu, warum es mir gefallen hat, warum es mir nicht gefallen hat. Ich zeige sehr viel von dem Material. Wenn hier Fragen im Chat kommen, dann werden die auch noch mit beantwortet. Wenn euch das zu lang dauert, dann einfach die Sprungmarken benutzen. Dann könnt ihr einfach direkt zu den Spielen springen, die euch interessieren. Ansonsten ist es einfach nicht so ganz ernst gemeint mit diesem Top-Flop. Also nehmt das nicht so ernst, das ist ja nur meine Wertung. Ich hoffe, ihr könnt danach immer gut einordnen, ob das Spiel für euch was ist oder auch nicht. Und dann macht ihr euch eure persönliche Top- oder Flop-Liste. So viel zur Einleitung und wir steigen einfach direkt ein mit dem ersten Spiel, oder? Und zwar habe ich das freundlicherweise zugeschickt bekommen von Taverna Ludica Games. Denn die bringen den dritten Teil einer Serie raus. Den zweiten Teil davon hatte ich schon. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müsst ihr mir den ersten aber auch schicken, weil ich würde dann gerne den ersten, den zweiten und den dritten mal so in Folge spielen, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, ist das denn, was ist das denn für ein Spiel? Also hängen die Teile aneinander. Das heißt, wir starten heute mal mit dem ersten Teil aus der Serie. Und wenn ich es pitchen müsste, worum es geht, dann würde ich einfach sagen, Leute, das ist Mario Kart, das Brettspiel. Das wird dem nur bedingt gerecht, weil es nicht aussieht wie Mario Kart, aber ihr versteht sofort, worum es geht. Es ist also ein kleines bisschen böses, lustiges, geekiges Spiel. Und dieses lustige, böse, geekige Spiel habe ich euch mitgebracht. Und wir gucken uns mal an. Dodos Riding Dinos. Heute irgendwie gerade mal ohne Vorschaubild. Wir machen es nochmal aus, wir machen es nochmal an. Manchmal kommt so ein Vorschaubild mit. Manchmal braucht ihr ein bisschen. Oh, da ist er wieder. Dodos Riding Dinos, 1 bis 8 Personen. Auf der Packung steht 1 bis 6. Da haben sie sich wahrscheinlich später mal dazu entschieden. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, warum kann man das nur zu 6 spielen? Sind ja mehr Figuren dabei, müsste doch mehr geben. Das Ganze ursprünglich bei Detestable rausgekommen und im Deutschen bei, wie gesagt, Taverna Ludica, die mir das zur Verfügung gestellt haben. Wir haben das auch schon angeboxt hier im Stream und da hatte ich sehr viele Aha-Momente. Das heißt, ich kann euch schon jetzt sagen, es ist wirklich sehr, 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 sehr schönes Material. Die Box ist ultra dick, hat so ein Kickstarter-Ding mit so partiellem Glanzlack, also fühlt sich richtig wertig an. Und jetzt gucken wir einfach mal in die Box rein, was euch da so bei Dodos Riding Dinos erwartet. Und dann erkläre ich euch ein bisschen, wie das Spiel geht und dann sage ich euch, wie es bei mir ankam. Wir haben als erstes eine Anleitung, die ist nicht kompliziert. Ihr seht, was dabei ist. Es ist gar nicht viel dabei. Ein paar Minis, ein paar Karten, ein paar Würfel, ein paar Dings. Und dann haben wir hier eine Anleitung, wo Sachen erklärt werden. Und wenn man hier schon liest, Banane, Ei, Feder, Baumstamm, dann merkt man schon, das ist wirklich so ein bisschen Mario Kart. Hier wird das ganze Spielerlebnis so ein bisschen erzählt mit noch einem Pokalmodus und Zeugs und Einzelspielerregeln und tralala, Solo-Modus. Errungenschaften, die man sich freischalten kann. Also viel dabei. Es ist also ein Rennspiel. Und hier kommt eigentlich schon das erste Highlight aus meiner Sicht. Das erste Highlight ist diese wunderschöne Playmat. Nee, Playmat kann man nicht sagen. Dieses wunderschöne Spielbrett, auf dem wir das Ganze spielen. Warum? Weil dieses Spielbrett ist, ich hoffe, man sieht es so ein bisschen, das ist Glitzer. Guckt euch das mal an. Das hat hier Glitzer drauf. Man sieht so ein bisschen. Ich habe noch nie ein so shiny glitzerndes Spielbrett gesehen. Und ihr seht so ein bisschen, wir fahren hier Strecken und wir springen über Rampen. Es gibt insgesamt 4 Strecken in dem Spiel. Hier auf der Rückseite ist eine andere Strecke, die man fahren kann. Es gibt immer einen inneren Kurs, der ist ein bisschen kürzer und einen äußeren Kurs, der ist ein bisschen länger. Das heißt, man hat sogar insgesamt, wenn man so möchte, 8 Strecken dabei, weil du 4 Pläne jeweils mit 2 Strecken hast. Die Standardstrecke hat irgendwie keine Sonderfunktion. Die sieht so aus, da habt ihr hier diese Insel mit dem Startfeld und halt, wohin man fährt. Und dann haben wir hier noch so eine Lava-Geschichte. Also das ist schon mal doch eigentlich ganz nice. Haben wir einen schönen Spielplan, auf dem wir mit unseren Dodos die Dinos reiten. Und ihr wisst ja, ich liebe die Dinos. Und diese Dinos muss man auch lieben. Schaut mal, ihr seht sie schon jetzt unter der Plastikpackung. Da sind Minis dabei und anderes Stuff. Und das schauen wir uns an. Also, wir haben erstmal 12 Miniaturen an der Zahl
mit coolen Dinosauriern, die von Dodos geritten werden. Diese Minis sind relativ schwer. Das ist vom Plastik her eher sowas wie, ich sage immer, Schlumpffigur. Also das ist nicht so typisch Minifigur Resin oder so. Das ist irgendwas anderes, irgendein anderes Material. Ist deswegen auch so ein bisschen glänzend, also hat ein bisschen mehr was von so einer Playmobil-Figur oder so, was mich hier aber auch nicht stört, weil eigentlich will ich diese Minis auch nicht anmalen. Ich finde die so, wie sie sind, ganz cool. Und wir können mal gucken, ob ich die ein bisschen in die Kamera bekomme. Hier seht ihr sie so ein bisschen. Detailreich sind sie, witzig sind die auch. Und da sind halt ganz viele dabei. Die kann ich euch jetzt nicht alle in die Kamera halten. Und mal so ein paar, damit ihr die mal gesehen habt. Auch das Insert hier ist auch sehr, 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 sehr gut gelöst. Da hat alles seinen Platz mit dem Deckel und so weiter. Das ist gut gemacht. Wenn ihr keinen Bock auf die Minis habt, wie gesagt, wir schauen gerade die Retail-Version, also nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt Kickstarter, das ist Retail. Ihr habt auch Custom Meeple, hier Holz-Meeple, mit denen ihr rumlaufen könnt. Ich finde die nicht ganz so schön, also die sind trotzdem cool, geil, dass die gemacht sind, dass die dabei sind und sehen cool aus. Brauche ich nicht, sprich, ich spiele lieber mit den Plastikfiguren, sieht toller aus. Dann habt ihr einen Satz Würfel dabei, zwei Würfel an der Zahl. Und das Krasse ist, die Würfel sind auch riesig. Also sie sind wirklich riesig. Ich mache euch mal zum Größenvergleich zu einem Würfel daneben. Was habe ich denn als Größenvergleich? Ich mache euch einfach mal eine Batterie daneben. Dann seht ihr das so ein bisschen von der Größe her. Seht ihr die Batterie, seht ihr den Würfel. Also das sind richtig große Würfel. Ich würde mal sagen, doppelt so groß wie normale Würfel sind. Schöne Custom Dice, super Qualität sind hier dabei. Die Würfel relativ einfach erklärt. Ihr würfelt die und so viele Felder bewegt ihr euch. Da stehen einfach Felder drauf. Ja, also das ist, den brauchen wir jetzt nicht nochmal rauspacken. Habt ihr gesehen, da sind einfach Fußabdrücke drauf und so viele Felder kann man sich bewegen. Dann gibt es für eure Spielfiguren diese Ability Cards, sag ich mal. Also das heißt, ihr habt asymmetrische Fähigkeiten, die stehen hier drauf, Infos für den Solo-Modus und so weiter. Das heißt, je nachdem, welchen Charakter ihr hier spielt auf der Rennstrecke, habt ihr noch extra Fähigkeiten. Also ich sag zum Beispiel mal hier, schauen wir uns mal die Fähigkeit an. Hier. Immer wenn ein Läufer an dir vorbeizieht, nimm eine Karte aus seiner Hand und drücke ein Feld vor. Das ist zum Beispiel seine Fähigkeit. Oder hier, immer wenn du einen Würfel würfelst, rückst du drei Felder zusätzlich vor und so weiter. Also das sind jetzt auch relativ straighte Charaktereigenschaften. Wie gesagt, ihr habt 12 Sachen dabei, an sich nur mit 6 Leuten spielbar, laut BGG aber auch mit 8 Leuten spielbar. Das heißt, hier ist ordentlich Varianz dabei für coole, lustige Wettrennen. Wir haben das Material schon fast durch. Dann haben wir hier diese bedruckten Holzteile und die machen so ein bisschen den Mario Kart Fun. Denn wir haben auch gleichzeitig ein Geschicklichkeitsspiel. Und zwar, das ist der Startspielermarker, auch ganz nett. Und zwar, was haben wir? Wir haben ein Ei. Ein Ei wird quasi geschnipst auf dem Spielfeld. Du schnippst quasi und schießt mit Eiern auf andere Spieler, um den Schaden zu machen. Was ein Schaden ist, erkläre ich dann. Dann haben wir Bananen, kennen wir auch von Mario Kart. Die tun wir so mit so einer schrägen Handbewegung auf den Tisch werfen. Dann haben wir so ein Holz. Ding, was rollen kann, das lassen wir über unseren Spieler rollen und rollt dann über das Spielfeld und mäht Leute runter. Wir haben den Meteoriten, den schmeißen wir einfach von oben mit mindestens so 30 cm über dem Board runter, lassen wir den quasi fallen und dann werden vielleicht Dinosaurier erschlagen. Und dann haben wir hier noch so eine Feder, die muss auch in so einer ganz komischen Bewegung geworfen werden, macht aber nur beim ersten Spieler, der getroffen wird, Schaden, weil ist ja nur eine Feder, macht also nicht viel Schaden. Das heißt, die Dinge hat man auch. Wenn wir also unserem Gegner Schaden machen wollen, wenn wir den so ein bisschen aufhalten wollen, dem eins reinwirken müssen, dann machen wir hier so Geschicklichkeitsprüfungen. Was heißt immer Schaden? Kann ich hier sterben? Blablabla. Schaden heißt einfach nur, du hast Karten auf der Hand. Die schauen wir uns jetzt auch gleich an. Hast hier diesen großen Schwung. Achso, das ist noch die Promokarte. Die habe ich noch verpackt gelassen. Du hast hier einen großen Schwung an Karten. Und jeder Schaden heißt, du musst eine Karte von deiner Hand abgeben. Und solltest du irgendwann keine Karten mehr haben, ist das nicht so wild, weil dann ziehst du einfach 5 frische Karten. Allerdings musst du dann 3 Felder zurück. Also so funktioniert das Schadensystem. Das ist jetzt nicht sehr kompliziert. Ansonsten hat jeder diese Karten. Die Karten gibt es in einfach 3 Farben. Die Standardkarte sind die blauen Karten. Ich zeige mal so eine blaue Karte. Und dabei geht es eigentlich erstmal immer nur um den Wert unten links, denn unten links steht, wie weit man sich bewegen darf. In dem Falle, wenn ich diese Karte ausspiele, darf ich mich 3 Felder weit bewegen. Dann hat die aber auch eine Aktion.
Das heißt, wir spielen diese Karten verdeckt aus, dann wird erstmal reihum gezogen und dann werden reihum die Aktionen gemacht. Das heißt, hier werfe ich zum Beispiel eine Banane mit 2 Schaden, alle getroffenen Läufer müssen 2 Felder zurückgehen. Ja? Das ist hier meine Funktion. Es gibt diese Karten aber auch noch in ein bisschen fieser, nämlich in Rot. Rot heißt, die machen jetzt besonders ekligen Schaden, sind besonders nervig. Die roten Karten, also hier zum Beispiel, ich bewege mich zwar nur ein Feld, aber ich nehme einen Schaden, werfe die Feder bis zu 3-mal, stelle meinen Läufer ein Feld vor den zuletzt getroffenen Läufer. Das heißt, ich kann von hinten zum Beispiel das Feld aufrollen. Bei den roten Karten ist es so, die nivellieren sich. Das heißt, wenn mehrere Spieler verdeckt eine rote Karte spielen, dann dürfen sie sich zwar bewegen, kriegen aber nicht den Effekt. Okay, das heißt, hier muss man so ein bisschen abwägen am Tisch. Spielt der eine eine rote, spielt der andere eine rote? Wie viele Karten haben die wohl? Um halt zu wissen, kann ich diesen mächtigen Effekt abfeuern oder nicht? Und dann haben wir noch die grünen Karten. Damit bewegt man sich nicht, sondern damit verhindere ich Schaden. Das sind einfach Karten, die ich spiele, wenn irgendwas passiert. Zum Beispiel, ich nehme 2 Schaden, wirf einen Würfel und rücke die Anzahl an Feldern vor. Das heißt, ich kann einfach 2 Karten abwerfen, auf gut Deutsch, den Würfel würfeln und bewege mich nach vorne. Das sind einfach Aktionskarten, die spielt man aus der Reihe. Kartenqualität sehr gut, so Linen-Finish, Kickstarter-typisch, musste eigentlich nicht sleeven, aber ihr seht schon, für alle Sleeve-Fanatiker, ihr habt genug Platz in der Box, das zu sleeven. Es gibt dann hier noch so Sonderaktionskarten, wenn man das Ganze so ein kleines bisschen noch komplizierter spielen will. Wie gesagt, man kann das als Pokal spielen, indem man alle 4 Strecken fährt. Und die Spielzeit ist mit 20 Minuten angegeben. Das stimmt nicht ganz. Ich würde mal sagen, es kann auch mal eine halbe Stunde sein. Aber das ist es. Oh, jetzt habe ich es nicht richtig zugepackt. Das ist es letztendlich. Also es ist wirklich ein ganz schnell gespieltes Spiel mit hohem Glücksfaktor, aber auch dem hohen Ärgerfaktor. Also genau das, was man so sucht, funktioniert also für Kinder auch ganz gut. Meine Kinder habe ich natürlich damit gekriegt, dass ich gesagt habe, spielen wir eine Runde Mario Kart. Und dann haben wir halt Dodo's Riding Dinos gespielt und nicht Mario Kart. Das hat sehr, 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 sehr gut funktioniert. Genau. Einmal haben wir es bisher gespielt. Also das heißt, nur ein Kurzfeedback zu dem ganzen Ding. Also, was kann ich festhalten? Das Thema ist super eigenständig und witzig. Die Kartenqualität ist gut, die Minis sind gut. Das Gameplay ist, ich würde mal sagen, solide. Ja, du spielst halt Karten aus, das geht alles zackig. Zack, verdeckt die Karte, zack, wir schieben. Zack, die nächste Karte, okay, wir schieben und so. Du ziehst auch nicht automatisch immer Karten nach. Wer vorne ist, darf zum Beispiel keine Karte ziehen. Dadurch ist es manchmal nicht sinnvoll, gerade führend zu sein. Das ist schon ein solides Rennspiel. Ich würde sagen, wenn es dir um das Rennspielerlebnis geht, bist du mit Flamme Rouge, mit Heat, mit sogar mit Camel Up wahrscheinlich mehr dabei, weil du noch da den Wettmechanismus so ein bisschen drin hat. Aber darum geht's nicht. Hier drin geht's ums Ärgern. Hier drin geht's um, oh scheiße, schmeiß die Banane. Ha, du hast mich nicht erwischt. Jetzt spiele ich die Karte, zack. Das ist einfach ein schnelles Ärgerspiel à la Tokyo, King of Tokyo und so. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Also hat mir wirklich sehr, 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 sehr viel Freude gemacht. Das Game macht einfach gar nichts falsch. Es sieht gut aus, hat ein schönes Thema. Das ist ein nettes Ding. Also es ist wirklich ein nettes Ding. Wenn einer sowas in seiner Sammlung braucht, glaube ich, ist er mit Dodo Riding Dinos ganz gut bedient. Also ich glaube, du brauchst nicht viele Geschicklichkeitsspiele. Es ist jetzt ja auch nicht nur geschicklichkeitslastig, aber ich sage jetzt mal das und dann noch ein Flick of Faith oder sowas. Ja, lasse ich mir eingehen und dann reicht's auch. Weißt du, so ein Schnipsspiel und hier jetzt so ein Ärgerspiel, was so ein bisschen, wo du Gamer mit abholst, die halt sonst eher Mario Kart spielen. Klar, wenn da eine Mario Kart-Lizenz drauf wäre, dann wäre es ein No-Brainer, dann würden wir das alle abfeiern. So haben die halt ihre eigene IP gemacht. Die kann man jetzt geil finden oder hassen. Ich zeige euch nochmal das Cover. Ihr könnt das geil finden, ihr könnt das hassen. Ich finde es geil, der Dice Tower auch. Also Tom Bessel hat für 500 Euro hier auch gesagt, komm, da kann man doch mal ein Seal auf Erkelenz draufgeben. Also von daher, Dodo's Riding Dinos. Ja, ich kann nichts dran aussetzen. Ich finde alles gut und sage ganz ehrlich, coole Sache. Er braucht ja auch dringend auf Deutsch, weil viele Kartentexte, also auf Deutsch, Taverna Ludica, Grüße gehen raus, Dodo's Riding Dinos ist bei mir. Top. Und der Fernando ist da, grüß dich Fernando. So, da haben wir schon mal Dodo's Riding Dinos. Wir werfen einen kurzen Blick auf das Gameometer, für alle, die es nicht wissen. Wir haben zu Beginn des Jahres festgelegt, das ist nicht mein Gameometer. Hier. Wir haben zu Beginn des Jahres festgelegt, welche Arten von Spielen ich so spielen soll. Und wir gehen die Liste mal durch. Ich brauche noch Top BGG, mindestens 8. Das war leider keine 8, das war eine 7, irgendwas. Vor 2022 gekauft. Nein, es ist kein Friedemann Friesel. Es ist keine berühmte Person.
Die Box ist nicht schräg. Es ist nicht von Prospero Hall. Ja, und es ist kein Oldie. Was willst du machen? Ich krieg noch keinen Punkt, aber ich wette, heute gibt es noch geile Punkte. Ich glaube, heute gibt es noch Punkte. Es wird Punkte hageln. Davon gehe ich aus. Was nehme ich denn als nächstes vom Stapel? Das da. Oh ja, ein IP-Game. Ihr wisst, ich sag's immer wieder, ich bin so ein Riesenfan von Prospero Hall, von Funko Games. Es wird langsam ja langweilig, wie oft ich das sage. Aber ich finde, von diesen ganzen IP-Games, also für alle, die nicht wissen, was ein IP-Game ist, du hast irgendwas Bekanntes wie Harry Potter, wie Disney, irgendwas, ist Prospero Hall als Designstudio wirklich sehr gut darin, nicht einfach nur ein relativ billiges Game zu machen, wo irgendwas draufgeklatscht ist, sondern sie kriegen es manchmal ganz gut hin, die Mechanik und das Artwork und so weiter durchaus cool zu verbinden und gar keine so schlechten Spiele zu machen. Vielleicht auch nicht immer die geilsten, aber zumindest besser als, keine Ahnung, ein Cthulhu Monopoly, würde ich mal sagen. Und das Ding, ich bin ja nicht so der kooperative Spieler, aber das Ding sah super spannend aus und ich konnte einfach nie widerstehen, habe zugeschlagen. Es tut mir leid. Ihr habt es ja auch beim Auspacken gesehen. Achtung, jetzt wird es ganz interessant. Ich habe ein Spiel dabei, das bisher nur auf Englisch erschienen ist. Und zwar habe ich mitgebracht Disney Animated. Für 2 bis 4 Spieler kooperativ. Eine 7,8 auf BGG ist doch ganz gut von Prospero Hall. Designer unbekannt. Ja, der Designer ist Walt Disney. Wer soll das sonst sein, oder? Also ich glaube, da sind wir uns hoffentlich einig, dass das hier Walt Disney ist. 40 bis 80 Minuten als Spielzeit. Das heißt, abhängig von der Spieleranzahl. Das heißt, pro Spieler kannst du ungefähr 20 Minuten rechnen. Das ist auch realistisch. Also jetzt nicht sehr kurz, aber halt auch nicht ellenlang. Und das Ganze zum 100-Jährigen von Disney hier rausgekommen. So. Und ich zeige euch mal ein bisschen was von dem Spielmaterial. Denn das ist sehr, 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 sehr hübsch, was wir hier haben. Also ich mache das mal auf. Prospero Hall mäßig, wie immer, nicht in Plastik eingeschweißt. Die machen hier so Klebedinger. Das finde ich immer wieder ganz nice. Und hier seht ihr, was drin ist. Ihr habt eine Spielanleitung. Die ist für Prospero Hall sogar relativ lang. Das heißt, relativ viel Zeug. Es ist auch viel Material. Ich habe das mit einer Nichtspielerin zusammengespielt in einer Dreierrunde. Für die war das schon durchaus kompliziert. Für einen echten Brettspieler ist das aber kein kompliziertes Game. Viele der Mechaniken werdet ihr kennen. Aber ihr seht, die Anleitung ist durchaus, da ist ein bisschen mehr zu tun. Noch mit Strategietipps und so weiter. Wie das Ganze geht, FAQs und so. Also, Walt Disney Animated. Ich finde das Design okay. Es sieht ein bisschen aus wie eine PowerPoint-Präsentation aus den Walt Disney Studios, aber jetzt wird es ganz hübscher. Denn was kriegen wir? Wir kriegen in dieser Grundbox, ich nenne es bereits Grundbox, es ist zwar keine Erweiterung angekündigt, aber das schreit nach Erweiterungen, bekommen wir 5 Filme, die wir von Walt Disney kennen. Wir bekommen Fantasia und dafür bekommen wir hier so ein Dual-Layer-Board. Also hier ist Platz für Teile. Wir bekommen Fantasia, wir bekommen Snow White and the 7 Dwarfs, also Schneewittchen. Wir bekommen die 101 Dalmatiner, wir bekommen Alice in Wonderland und wir bekommen Aladdin. Die Auswahl der Filme könnte ein bisschen geiler sein. Ich finde Aladdin gut, Alice geht auch, 101 Dalmatiner. Es geht schon, Snow White ist halt ein Klassiker, Fantasia. Ich weiß nicht, ob den heute noch einer geil findet, aber ihr merkt ja jetzt schon, die haben den Fundusrand voll mit Filmen, da werden noch mehr kommen. Wir schauen uns dann gleich diese Playerboards an. Für jedes dieser Filme gibt es zusätzlich hier eine kleine Kartenbox mit Material. Es geht auch darum, jeder Spieler nimmt sich so ein Board, das heißt, jeder Spieler kümmert sich quasi um einen Film. Dann kommt in die Mitte des Spielfelds dieses Auslageboard, wo wir Animationen machen, wir holen uns Farbe, wir bekämpfen Bösewichte und wir müssen schauen, den Film fertigzustellen. Also das Thema ist, wir versuchen den Film fertigzustellen, aber die Disney-Bösewichte versuchen uns dran zu hindern. Board schauen wir uns dann gleich in groß an. Und dann hier, was wir sonst noch haben. Wir haben die passenden Bösewichte zu den Leuten. Also wir haben Cruella de Vil passend zu 101 Dalmatiner. Wir haben Jafar für Aladdin. Wir haben die Königin hier aus Schneeweißchen, wir haben diesen Churner Bock aus Fantasia und wir haben natürlich die Herzkönigin runter mit ihrem Kopf. Die haben auch alle unterschiedliche Fähigkeiten. Je nachdem, welchen Film man spielt, kommen diese passenden Bösewichte rein. Das heißt, spielt man das zu 2, sind 2 Bösewichte dabei, spielt man es zu 14, 4 Bösewichte dabei. Dann bekommen hier noch so Helfer dazu.
Die sind auch immer passend zu den Filmen. Das heißt, je nach Filme passt man sich halt hier auch das Deck an mit den entsprechenden Helfern. Dann gibt es hier noch ein bisschen Material. Wir haben einen schönen bedruckten Startspielermarker. Wir haben Magic und wir haben Tinte. Ich hole mal so ein bisschen Tinte raus, dann könnt ihr euch das gleich vorstellen. Und ein bisschen Magic, dann kann ich das gleich erzählen. Dann gibt es nochmal für jeden Spieler zusätzlich so ein Sideboard. Auf dem Sideboard kann dann später, es ist zum einen erklärt, wie das Spiel geht, eine asymmetrische Funktion, die der jeweilige Charakter hat. Und hier oben das Ziel, wie kann ich den Bösewicht besiegen. Auch das gibt es nochmal für 5 Leute. Also relativ viel individueller Kram. Und jetzt hier diese schönen Boxen, die wirklich dazu einladen zu sagen, hey, ich mache eine Erweiterung, noch eine Box, noch eine Box. Also da kannst du eigentlich davon ausgehen, dass Disney mehr von diesen Sachen bringen wird. Ich zeige euch mal so halbwegs alles so ein bisschen. Ich gucke mal hier bei Aladdin rein als kleines Beispiel. In den Boxen findet ihr immer wieder die gleichen Dinge. Ihr habt in diesen Boxen Spielcharaktere, hier zum Beispiel den Genie. Das können auch manchmal mehr Charaktere sein. Bei den 101 Dalmatiner sind nicht 101 Dalmatiner drin, aber Knochen. Hier sind die 7 Zwerge drin. Da ist die Grinsekatze dabei. Also es sind halt unterschiedliche Sachen dabei. Dann habt ihr 3 so, das ist auch ganz cool gemacht, 3 so durchsichtige Zeichnungen eurer Charaktere. Ihr wollt ja einen Film machen, also müsst ihr auch Charaktere zeichnen. Und ihr habt Hintergründe. Der Hintergrund ist euch leider kaputt gegangen. Seht ihr hier, sind so Tetris-Teile. Und worum geht's? Ihr müsst Folgendes in der Zeit schaffen. Ich nehme mal hier Aladdin als Beispiel. Du musst es schaffen, in deiner Zeit den Hintergrund komplett fertigzustellen. Das heißt, du puzzelst hier die Teile entsprechend auf ihre Position, um den Hintergrund fertigzustellen. Sobald du einen Bereich fertiggestellt hast, ich schau mal den hier zum Beispiel, kannst du hier den entsprechenden Charakter als nächstes angehen. Das heißt, hier kommt dann dieser Charakter dazu. Dafür musst du hier diese entsprechende Farbe haben, um den zu zeichnen. Und wenn du den Charakter hast, bekommst du jetzt hier unten durch die Animation auch eine Sonderfähigkeit, die du mal nutzen kannst. Das heißt, man puzzelt so lange, bis man sein Artwork hier fertiggestellt hat, seinen Hintergrund und die ganzen Helden draufgemalt hat. So. Ich habe das jetzt nur mal irgendwie so draufgelegt. Man bekommt natürlich immer diesen über Bonus, also wenn ich das über Puzzle kriege, zum Beispiel nochmal so einen Magiemarker. Was der kann, zeige ich gleich. Wenn ich da fertig bin, wenn jetzt alle meine Charaktere hier drauf liegen, dann kann ich in meinem Zug hier auf diesem Board jetzt mir den Jafar holen. Ich muss hier meinen Genie entsprechend, danke Max Mustermann, ich muss hier meinen Genie entsprechend auf dem Feld mit der Stärke 5 haben, zeige ich euch gleich. Ich muss diese passenden Sachen abgeben. Wenn ich das mache, kann ich jetzt hier noch den Bösewicht draufsetzen und dann hätte ich das geschafft. Das müssen alle Leute schaffen und zwar bevor uns die Zeit ausgeht, sonst haben wir halt gemeinsam verloren. Ansonsten gewinnen wir gemeinsam. Das ist jetzt hier mehr oder weniger immer wieder das gleiche Material, aber trotzdem schön, das zu entdecken. Es ist halt, du fühlst dich schon so ein bisschen wie ein Comiczeichner, der jetzt hier diesen Film macht. Das ist schon ganz nett gemacht. Wirklich vom Spielmaterial her ist das super, super spannend natürlich. Das ist echt schön, vor allem vom Preis. Ich glaube, wir reden von 40 Euro. Überlegt mal, was ihr hier alles an Custom-Zeug bekommt. Wir können mal ganz kurz bei den anderen reingucken, dass ihr kurz seht, wie die Sachen hier von den Dalmatinern aussehen. Guckt mal, da kriegt ihr diese cool Knochen hier, die sind schon geil. Dann bekommt ihr natürlich auch hier diese gezeichneten Dinger und so weiter. Dann, wir können noch mal gucken. Was liegt dem jetzt im Weg? Dann machen wir es halt da rein. Dann habe ich hier Alice im Wunderland. Die ist auch witzig, die Grinsekatze. Super sensationell. Komm raus, liebe Grinsekatze, wir wollen dich sehen. Habe ich die ganz nach unten? Ja, habe ich ganz nach unten. Da ist Alice und so weiter. Und da, guck mal, da ist die Grinsekatze. Wie geil die ist. Die ist doch super. Also, bedruckte Custom-Meeple. Ich glaube, ihr kriegt die Idee. Also, jeder Spieler hat das, jeder Spieler puzzelt das. Wie funktioniert jetzt das Spiel? Das ist gar nicht kompliziert. Das kommt euch ein bisschen bekannt vor. Falls ihr Arche Nova gespielt habt, werdet ihr sagen, Moment, Moment, Moment. Das ist doch Arche Nova, was wir dort spielen. Und die Antwort ist, hat so ein bisschen Arche Nova Touch.
Nur halt nicht mit irgendeinem komischen Naturthema, also was für Kidstock. Also, ihr habt dieses Board und auf diesem Board habt ihr 5 Aktionen, die ihr machen könnt. Diese 5 Aktionen werden per Zufall ausgelegt und ändern andauernd ihre Wertigkeit. Und spätestens jetzt werdet ihr feststellen, ui, das ist ja so ein bisschen das Spielprinzip von Arche Nova. So, hier habe ich die ganzen Aktionen. Ich lege die einfach mal so hin. Also, ihr habt diese Aktionen. Ihr könnt Animation machen. Was heißt Animation? Du ziehst Karten vom Animation Deck. Das Animation Deck, das sind solche Karten. Da sind einfach Animationen drauf. Also, was sollen die Protagonisten so machen? Damit kannst du halt Aufträge erfüllen. Damit kannst du deine Gegner bekämpfen. Damit kannst du deine Spezialaktionen triggern. Deswegen wirst du diese Karten haben. Manchmal musst du die auch abgeben, damit du keinen Schaden nimmst und so weiter. Also, das ist Animation. Und je nachdem, wo das hier auf dem Track liegt, in der Stärke bekomme ich das. Das heißt, das hat jetzt nur Stärke 1. Aber ich könnte jetzt den Background machen. Der Background wäre Stärke 3. Heißt so viel, wie ich darf auf diesem Board jetzt insgesamt so viele Teile einpuzzeln, dass ich 3 von diesen Quadrätchen hier, von diesen Koordinaten voll mache. Das heißt, das Viererteil könnte ich nicht, aber ich könnte hier einen Zweier und einen Einser machen oder den Dreier. You get the idea. Wenn ich die Aktion mache, dann rutschen jetzt alle anderen hier rüber und der rutscht hier vorne hin. Das ist Arche Nova. Ihr kennt das. Dann habt ihr die Sound-Aktion. Sound ist die Spezialaktion eines jeden Charakters, die man nutzen kann. Und ihr habt als letzte Aktion noch Ink and Paint. Ink and Paint ist auch total schnell erklärt. Hier liegt einfach Farbe aus auf diesem ganzen Raster. Und man nimmt sich das halt entsprechend der Wertigkeit. Dann kriegt man das. Alles, was drüber ist, rutscht nach. Wenn ich Paint wieder bezahle, also Ink and Paint, dann lege ich die einfach wieder oben auf eine beliebige Leiste an. Und so habe ich hier andauernd quasi so einen offenen Markt, wo ich mir quasi die passenden Farben organisiere. Jetzt habe ich den Magic Token noch nicht erklärt und dann habt ihr alles gesehen. Der Magic Token ist total einfach. Der Magic Token, mit dem kann ich die Magic Aktion triggern und Magic heißt einfach, ich kann jetzt eine andere Aktion kopieren in der Stärke der Magic Aktion. Das heißt, ich könnte jetzt Background der Stärke 3 machen, wenn ich hier Magic aktiviere, muss halt diesen Token abgeben. That's it. Wir versuchen die ganze Zeit, die Bösewichte, das sind diese kleinen Karten, die ich euch vorhin gezeigt habe, zu bekämpfen. Denn sobald jeder Spieler dran war, wird die Spezialfunktion des Bösewichts ausgelöst. Der liegt hier oben. Kann ich euch auch zeigen. Der liegt hier quasi auf dem Board aus. Das heißt, der kommt irgendwann in seiner Phase, der macht seine Spezialaktion. Zum Beispiel hier die Herzkönigin. Für jeden Handlanger, der noch zur Verfügung steht, wird jetzt eine Karte vom Animation Deck umgedreht und sobald das eine Herzkarte ist, wird hier einfach die Deadline weitergeschoben und ihr seht schon, wenn die Deadline da oben ankommt und wir sind mit dem Film nicht fertig, dann haben wir den Kino-Release verpasst und haben das Spiel verloren. Hier liegen die quasi so gestackt aufeinander, die Bösewichte, und immer wenn einer durch ist, quasi in einer Runde, rutscht der nach unten, das heißt in der nächsten Runde der nächste Bösewicht, der nächste Bösewicht, und so rotieren die da die ganze Zeit durch. Hier drüben liegen die Handlanger. Je nach Schwierigkeitsgrad kann man sich einstellen, werden hier mehr oder weniger ausgelegt und die muss man jede Runde bekämpfen. Wenn man die nicht bekämpft, für jeden, der da liegt, wird halt hier quasi die Funktion ausgelöst. So, ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles erzählt. Während ich das einpacke, kann ich ein bisschen was zum Spielerlebnis erzählen. Ich habe schon gesagt, ich habe das mit einer Nichtspielerin gespielt in einer Dreierrunde. Wir haben schon durchaus eine Stunde gebraucht, auch bis sie in die Regeln reingekommen ist. Ich hatte mit derselben Person schon mal Disney Villainous gespielt, falls ihr das kennt. Und das konnte sie eigentlich ganz gut, deswegen dachte ich, naja, das wird ja hier jetzt auch kein Problem. War aber durchaus vielleicht auch hitzebedingt ein bisschen anstrengend, aber ging dann schon. Wir haben leider verloren. Wir haben den Standard-Schwierigkeitsgrad gespielt, also nicht den für einfache Leute, und haben verloren in der letzten Runde. Aber das soll passieren bei solchen Spielen. Das ist jetzt auch, da kann das Spiel auch nichts dafür. Wir waren strategisch einfach nicht sehr schlau. Wir haben ein paar Dinge getan, die waren einfach nicht gut. Wenn ich die Partie nochmal spielen würde, hätte ich auf jeden Fall bessere Chancen zu gewinnen. Das macht Freude. Das fühlt sich schon wie so Disney-Film machen an. Es hat aber ein ganz großes Problem. Es hat ein ganz großes Problem. Sobald ich einen von diesen Charakteren gespielt habe, sehe ich keinen Grund, den nochmal zu spielen. Also, wir haben von diesen
Handlangern, die wir bekämpfen, glaube ich, 6 oder 7 Karten. Das heißt, deren Effekte und Möglichkeiten hast du relativ schnell gesehen. Du selber hast deine Spezialfähigkeit schnell gesehen. Die Spezialfähigkeiten kennst du auch. Das heißt, wenn du die nächste Runde spielst, sie ist dann doch wieder die gleiche. Also du hast halt nur in Anführungszeichen 5 Charaktere, was verhältnismäßig wenig ist und den Wiederspielreiz des Games durchaus nach unten drückt. So witzig es ist, so habe ich bei Disney Villainous als direkten Vergleich dazu, selbst mit demselben Deck, irgendwie das Gefühl, dass ich viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten habe. Ich habe hier relativ wenig Entscheidungsmöglichkeiten. Das hier ist deutlich mehr Familienspiel als Disney Villainous, aber Villainous ist ja schon ein Familienspiel. Deswegen weiß ich nicht genau, an welche Zielgruppe sich Disney Animated richten will. Es ist alles cool, ich verstehe die Mechanik und so weiter, aber ich sag's euch ganz offen, wenn ich euch ein cooles, kooperatives Disney-Spiel, wo man so mit den Bösewichten und den Helden rumtut, wenn ich euch da was empfehlen würde, übrigens ist es dann nicht Locana, möchte ich sagen, wenn ich euch da was empfehlen müsste, dann würde ich immer Villainous empfehlen. Ich finde, das ist ein cooles, asymmetrisches, kooperativ, wobei es ist nicht kooperativ, da kämpfen wir gegeneinander, aber ich glaube, es ist nicht die Marvel-Variante kooperativ. Ich weiß es gar nicht. Ich finde Villainous geiler als Disney Animated. Sage ich euch leider so, wie es ist. Das ist ganz gut und passt auch wieder schön in meine Sammlung so, aber spart euch da vielleicht das Geld, schaut da ein bisschen genauer hin. Gibt bessere Disney-Spiele als das. Von daher, ich gebe dem Ganzen jetzt einfach mal ein unglaublich wohlgemeintes Flop. Ja. Und geht dennoch auch rüber zu meinem Gemometer, denn es ist ein Prospero Hall-Spiel gewesen. Endlich ein Prospero Hall. Endlich. Ich gehe auf 4. Oh, ist das zäh dieses Jahr mit Prospero Hall. So, da ist Father Dan. Egal, bin zurück. Genau. Schön, dass du da bist. Genau, ich bin mit Villainous auch ganz gut ausgestattet. Da habe ich irgendwie gefühlt auch so gut wie alles was so gibt. Da freue ich mich auf den Star Wars Kram, der dann kommt. Also das wird gut. Und genau. Also, ihr braucht aus meiner Sicht ihr braucht's nicht. Ihr braucht's nicht, außer ihr seid Hardcore-Fans. Pass auf, ich hole mal das nächste Ding raus. Ich habe hier was von Feuerland. Bei Feuerland, wer in meinen Kanal guckt, der weiß, ach, das ist gut, bei Feuerland, dann kommt jetzt keine Review-Copy, weil Feuerland ja weiterhin mich nicht bemustert mit irgendwelchen Sachen. Alles gut, das heißt, mein hart verdientes Geld, was ihr mir in den Streams bezahlt, muss ich in die Spiele investieren. Das hatten sich eh ein paar gewünscht und ich mag das Spiel auch und das ist eigentlich eine Erweiterung zu einem Spiel und gleichzeitig ein eigenständiges Zwei-Personen-Spiel. Das ist natürlich spannend. Wir reden hier natürlich von einem Spiel, was ursprünglich bei Stonemaier rausgekommen ist. Wir reden von Elizabeth Hargraves und so weiter. Ihr merkt so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Es ist wohl Flügelschlag und ich habe endlich, das hat lang gedauert, auch mal die Asien-Erweiterung gespielt. Es war ein langer Weg, aber ich habe sie gespielt. Hier ist sie, Flügelschlag Asien in dieser kleinen Packung. Mein Flügelschlag passt ja komplett in die Grundbox. Asien passt nicht rein, das finde ich aber auch okay, weil das ist ja auch ein eigenständiges Spiel, deswegen kann man es auch in den eigenen Karton packen. Ihr seht schon jetzt 8,37 Boardgame Geek. Das heißt, das hat eine riesengroße Fangemeinde. Die Frage ist, hält es meinem kritischen Blick stand? Und das werden wir jetzt sehen. Es passt auf jeden Fall gut ins Bild, die kleine Box. Und wir gucken mal rein. Die ist proppenvoll bis oben. Ihr bekommt einen kompletten Anhang, wo jeder Schwachsinn, jede Karte, jedes Ding nochmal erklärt wird. Also das ist ja wirklich für absolute Einsteiger, wenn hier jeder fucking Effekt nochmal erklärt wird. Also wirklich jeder. Dann bekommt ihr die Anleitung. Okay. Da wird euch eigentlich Flügelschlag erklärt. Das ist, euch wird ganz klar Flügelschlag erklärt. Es gibt jetzt allerdings 2 Geschichten, die einfach anders sind. Und zwar sind das die roten bzw. die blauen Kästen. In dem roten Kasten wird erklärt, was in diesem Duellmodus, also im Zweispielermodus, anders ist. Im blauen Kasten wird erklärt, was
anders ist, wenn ihr das quasi als Erweiterung für 6 bis 7 Spieler spielt. Ich habe die 6 bis 7 Spieler-Erweiterung nicht gespielt. Also das sage ich euch ganz ehrlich, das werde ich irgendwann mal machen, aber 7 Spieler Flügelschlag, das ist, glaube ich, das Verrückteste, was dann jemals bei mir war. Da muss ich ja echt einige aus der Community einladen, die dazu Lust haben. Das heißt, mich hatte die 2-Personen-Duell-Variante interessiert. Wenn euch die auch interessiert, müsst ihr ja nur den Kasten lesen. Merkt ihr was? Dann lest ihr den Kasten. Und das war's. Entschuldigung, hier wird noch erklärt, für was man Punkte bekommt. Also das heißt, es ist in hohem Maße das Flügelschlag, was ihr alle schon kennt, aber plus noch so ein kleines bisschen Duell, ist also, wenn man Flügelschlag schon mal gespielt hat, nicht sehr kompliziert zusätzlich zu lernen. Was haben wir dabei? Ich finde sehr vorbildlich, dass sie die Plastikschalen abgeschafft haben, die es noch drin war, und das Ganze jetzt mit so Pappe ersetzen. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie im Krankenhaus, wo du deine Pillen drin hast. Aber hey, wenn man damit der Umwelt was Gutes tun kann, hey, wegen mir kann das auch ein Pappding sein. Wegen mir hätten sie es auch weglassen können. Mein Schrank ist voll mit Schälchen. Ich kann einfach ein Schälchen nehmen, was ich schon besitze. Das ist so ein Board, das ist für die 6 bis 7 Spielerweiterung, habe ich also nicht benutzt. Dann auch die Plastiktütchen sind halt keine normalen Plastiktütchen, sondern ist hier dieses verrottende Plastik. Ich weiß nicht, wie gut es verrottet, aber auch hier Respekt davor, dass man sich bemüht, das ökologisch ein bisschen besser zu machen. Was haben wir? Wir haben erstmal, und das ist einfach schnell gezeigt, wir haben die klassischen Ressourcen, die ihr schon kennt. Also wir haben hier einfach wieder Beeren und hier Korn und Maus und so weiter. Die ganz klassischen Ressourcen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr irgendwelche Geekbits-Zeugs habt, Eurohell-Design-Upgrades, whatever für Sachen, könnt ihr hierfür einfach benutzen. Sind halt nochmal welche dabei, aber kannst ja die benutzen, die du schon hast. Musst du eigentlich nicht extra kaufen, aus meiner Sicht. Dann sind Eier dabei. Gleiches Spielchen auch hier. Wenn du schon Eier hast, kannst du die benutzen. Hier sind halt so weinrote Eierlis dabei. Die reichen auch komplett für das Spiel. Dadurch, dass du es ja dann nur zu zweit spielst, brauchst du nicht sehr viele von denen. Aber auch hier, wenn du die schon hast und irgendwelche anderen Upgrade hast, dann benutzt halt andere Eier. Also, kennen wir auch. Dann haben wir die Karten. Das sind natürlich irgendwelche Vögel in Asien. Also für jeden Ornithologen oder wie die auch immer heißen, die halt vögeln, gibt es hier wieder zig neue Vögel. Alle nach dem gleichen Prinzip, wie wir es auch bei Flügelschlag kennen. Deswegen ja auch eine Erweiterung für 7 Spieler. Guckt hin, ihr habt die Rohstoffe, ihr habt das Gebiet, ihr habt die Siegpunkte, ihr habt die Eier, ihr habt die Effekte, ihr habt die Spannbreite, ihr habt alles, was ihr schon kennt. Also das sind einfach noch mehr von diesen wunderschönen Karten, schön illustriert, alles toll. Aber es ist halt einfach, da ist kein neuer Effekt auf den Karten. Das sind einfach Flügelschlagkarten. Kennst du eine, kennst du alle. Ich würde wahrscheinlich den Unterschied zwischen einem asiatischen Vogel und irgendeinem anderen Vogel sowieso nicht merken. Also, Karten dabei. Jetzt fragt man sich, okay, wo kommt denn jetzt die Erweiterung? Kommt die jetzt irgendwann oder dieses eigenständige Spiel? Ein eigener Siegpunktblock, ja, easy. Da ist eine Spalte anders, ansonsten ist es das gleiche in grün. Dann haben wir dabei Auftragskarten. Auch das kennen wir von dem neuen normalen Flügelschlag. Also sprich, wir haben unsere Auftragskarten in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen hier auch mit kannst du noch rausnehmen. Wir haben Solo-Automa, auch der ist bekannt. Das kennen wir alles. Das ist alles das Gleiche. Das kennen wir alles schon. Da ist nichts dabei, was ihr nicht schon kennen würdet. Aber wo ist denn jetzt das Neue? Wo ist denn jetzt dieses Spiel, was man mir versprochen hat? Kommt das jetzt mal? Okay, wir gucken mal, was haben wir noch? Wir haben ja noch ein Tütchen. In diesem Tütchen habe ich die 5 Würfel. Und soll ich euch was sagen? Oh Wunder, es sind die gleichen Würfel, die ihr auch schon habt, wenn ihr das habt. Das heißt, okay, wo bleibt jetzt das Neue? Achtung, hier kommt jetzt was Neues. Und zwar kommen hier jetzt diese schwarz-weißen Marker. Ich nenne die mal Yin-Yang-Marker, weil die so ein bisschen Yin-Yang-mäßig aussehen. Sind aber eigentlich nicht als Yin-Yang unbedingt gedacht, aber man kann die so zusammensetzen, seht ihr? Das ist schon ganz cool. Die werden da aber irgendwie in der Anleitung anders genannt. Es gibt schlichtweg die Farbe Schwarz und die Farbe Weiß, wie beim Schach auch. Das heißt, im Zweispielerspiel spielt man Schwarz gegen Weiß. Du hast diese normalen Cubes, mit denen du deine Aktionen ansagen wirst, aber zusätzlich eben diese Dinger. Ich nehme mir da mal ein paar
und kann dann erzählen, für was die da sind in der Erweiterung oder in dieser Zwei-Personen-Variante. Und dann haben wir hier drin noch, das, auch das kennen wir, haben wir Rundenziele, die wir auslegen können. Ja, auch das kennen wir ja. Wobei die Rundenziele natürlich jetzt ein bisschen auf das Spiel angepasst sind, aber auch das mechanisch das Gleiche. Ihr habt dieses Board hier, da werden, das ist quasi, da werden die Vögel draufgelegt. Es gibt also keinen Würfelturm diesmal. Es gibt hier quasi nur dieses Holzbrett. Ihr habt auch keine Vogeltränke aus Plastik mehr. Ihr habt jetzt dieses Board als Vogeltränke, wo einfach die drei Karten ausgelegt sind, die man sich nehmen kann. Ah, jetzt sehe ich endlich mal was Neues. Hier ist ein neues Board. Das müssen wir uns angucken. Und hier kommen zwei Playerboards, die, wenn ihr euch sie genauer anguckt, von allem, was hier so draufsteht, aussehen wie Flügelschlag bisher auch aussah. Klar, das ist ja auch die Erweiterung für 6- und 7-Spieler. Ich drehe es mal um. Ah, sieht anders aus. Da ist ja das hier, aber das ist ja wieder eine andere Erweiterung. Ganz genau. Ihr habt einfach dieselben Playerboards. Da ist jetzt nichts Besonderes. Also man, wo ist Asien? Und die Antwort ist, das ist Asien. Und natürlich frische Karten. Aber der Rest ist das bekannte Flügelschlag, was ihr schon kennt. Das muss euch einfach bewusst sein, wenn ihr das kauft. Ihr hättet auch einfach nur dieses Board einzeln bekommen können. Und dann könntet ihr rein theoretisch mit eurem bestehenden Flügelschlag das gleiche Spiel spielen. Hier bekommt ihr halt noch ganz viel anderes Zeugs dazu, was cool ist so. Aber das ist das, worum es geht. Was ist hier neu? Neu ist Folgendes. Sobald du bei dir auf deinem Board einen Vogel einpuzzelst, kannst du einen von diesen Markern beliebig hier auf diesen Spielplan setzen. Und zwar setzt du ihn in das passende Territorium, was der Vogel hat, und dann halt, wenn er die passenden Eier hat, auf das passende Eierfeld, wenn er die passenden Ressourcen hat, auf die passenden Ressourcen, wenn er nach links guckt auf dieses Feld, so, und dann legst du den drauf, zum Beispiel hierhin. Und das war's schon. Das ist alles, was du tust. Hier liegen die vier Rundenziele aus. Da gibt es immer einen, der es schafft und theoretisch einen, der es nicht schafft. Wir spielen ja zu zweit. Wenn es beide schaffen, werden beide ihren Cube hier hochlegen und so spielt man die vier Runden. Die Rundenziele könnten zum Beispiel heißen, hab so viele Marker wie möglich im Waldgebiet. Ja gut, dann ist klar, was ich in der Runde versuche. Ich versuche halt hier relativ viele von denen hier zu spielen, damit ich hier relativ viele habe. Am Ende des Spiels bekomme ich für mein größtes zusammenhängendes Gebiet je Marker einen extra Siegpunkt. Hier kriege ich auch noch Soforteffekte. Das heißt, wenn ich hier drauf gehen kann, dann kriege ich halt einfach nochmal einen Würfel aus der Tränke. Also eine beliebige Ressource theoretisch. Hier kann ich nochmal eine Karte ziehen vom Stapel oder der Tränke. Hier kann ich ein Ei legen. Das kennen wir alles. Ja, und das war's. Also, ich gucke nochmal kurz. Nee, das war das Spiel. Also, es ist so. Also, das habt ihr dazu bekommen. Dadurch hat man jetzt eine Zwei-Spieler-Variante, obwohl du Flügelschlag ja bisher auch zu zweit spielen konntest. Das ist ja kein Spiel, was man nicht zu zweit spielen konnte. Das funktioniert ja zu zweit auch ganz gut. Du hast jetzt so ein bisschen was Duelliges, wo man sich hier auf diesem Board noch kloppt. Und versteht mich nicht falsch, ich finde das auch gut. Aber das ist halt Flügelschlag. So, also, wenn du jetzt erwartest, eine Offenbarung, krass, hier kommen jetzt ganz viele neue Sachen und Dinge passieren und bla. Nee, also das ist halt more of the same. Ich finde es fast ein bisschen wenig. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Ich verstehe, warum das Leute gut finden. Ich mag Flügelschlag auch ganz gerne und deswegen gefällt mir Asien auch. Aber ich komme wieder mit meiner Empfehlung. Und meine Empfehlung ist ganz einfach, warum sollte sich das einer kaufen, wenn du Flügelschlag normal kaufen kannst, was du mit 1 bis 5 Personen spielen kannst? Versteht ihr? Warum soll ich mir Asien kaufen? Weil da ist fast nichts dabei, außer dieses Board. Klar bringt das im Zwei-Personen-Spiel so ein bisschen diese Herz-Up-Geschichte rein. Das ist ja super. Aber das hat Flügelschlag ja noch nie gestört. Ich meine, Flügelschlag ist Spiel des Jahres geworden, über Jahre erfolgreich, ohne dass es eine Zwei-Personen-Geschichte gab. Das andere ist natürlich, vielleicht gibt es Leute, die sagen, boah, ich will das unbedingt mit 6 bis 7 Leuten spielen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich 7 Leute treffen, um Flügelschlag zu spielen.
Also die Zielgruppe derer, die zu siebt Flügelschlag spielen, ist auch nicht hoch. Was bleibt, ist einfach, dass du viele neue schöne Karten hast für Asien, die aber alle mehr oder weniger das tun, was wir von den anderen Regionen ja auch schon kennen. Also das sind dieselben Karten, wo der Effekt drauf steht, ja, bei Aktivierung legst du ein Ei, da machst du dies, da machst du das. Da ist jetzt nicht, also wie gesagt, du spielst das und sagst, ja, wir spielen halt Flügelschlag jetzt. So. Ist halt Flügelschlag. Ich weiß nicht, für mich ist es für eine Empfehlung einfach zu wenig. Ich finde es einfach ein bisschen zu wenig. Ich möchte es jetzt, wie gesagt, ich möchte es euch nicht schlecht reden, das bleibt bei mir auch im Regal, weil ich es ganz cool finde, zu zweit mit der Option zu spielen. Aber für normalsterbliche Menschen ist das doch einfach uninteressant. Machen wir uns nichts vor. Die sollen sich das ganz normale Flügelschlag kaufen, da haben sie ein super solides Game. Die brauchen keine Erweiterung, zumindest nicht die Asien-Erweiterung. Ich verstehe, warum man sich Europa holt, ich verstehe, warum man sich Ozeanien holt. Ich verstehe Asien nicht so ganz. Also, ich weiß nicht. Ich lese gerade, wir haben Flügelschlag im Lockdown zu 6 gespielt, aber das Normale, also ohne diese Erweiterung wahrscheinlich. Ja. Also ich lege mich leider fest. Ich möchte, wie gesagt, ich möchte euch das Spiel nicht schlecht reden. Ich hoffe, ich habe es euch einigermaßen gut eingeordnet. Bei mir bleibt es auch. Aber wenn mich einer fragt, muss ich mir Asien holen, dann ist die ganz klare Antwort, nein, musst du dir nicht holen. Und wenn das die Antwort ist, dann gibt es nur eine Antwort bei mir und das heißt Flop. Und ich weiß nicht, ob man die Kuh melken wollte, was mir gefällt, und deswegen tue ich jetzt die Kuh melken, das Boardgame Geek, das ja mit über einer 8,0 bewertet hat, was ich verstehen kann, auch hier wieder, das würde vielleicht sogar bei mir in der Wertung auch rauskommen, aber das heißt ja nicht unbedingt wieder, dass eine Empfehlung sein muss. Von daher würde ich mal sagen, den einen Punkt hier gebe ich mir bei Top BGG mindestens 8, aber mehr ist leider Asien nicht. Krieke schreibt, das liegt noch beim Peil. Du spielst halt, es ist ja kein schlechtes Spiel. Also wie gesagt, zu zweit ist es ja durchaus reizvoll und so. Alles okay, wenn du es jetzt eh schon gekauft hast. Für alle, die es noch nicht gekauft haben, ach, überlegt euch wirklich, ob ihr das braucht. Also Europa fühle ich, Ozeanien fühle ich, Asien, weiß nicht. Bin mal gespannt, wann Afrika kommt, was da dann dabei ist. Jetzt bringe ich euch was ganz Schönes mit. Ach Leute, da haben wir auch viel Spaß schon im Livestream gehabt. Da bin ich total froh, dass ich das Spiel zeigen darf. Wir haben das so ein bisschen entdeckt in einem Video von der Brettspielgarde auf der BerlinCon. Und als ich gehört habe, worum es in diesem Spiel geht und dass das jetzt demnächst das Kickstarter kommt, so in ein paar Wochen, wann immer dieses Video live kommt, vielleicht ist auch gerade der Kickstarter schon live. Ich verlinke es einfach unten rein dann. Ich habe das Ding gesehen, habe den Pitch für das Spiel gesehen. Ich sage einfach mal so viel. Lego trifft Magic the Gathering. So darf man es natürlich nicht sagen, weil es zwei eingetragene Marken sind. Wir einigen uns einfach drauf. Klemmbausteine und ein Fantasy-Card-Game treffen aufeinander. Da bin ich schon mal gehypt. Und die Preisvorstellung, die sie bisher gesagt haben, klang auch gut. Sie versuchen das für 40 Euro inklusive Klemmbausteine anzubieten, beziehungsweise für 99 Euro als Deluxe-Ding. Das ist mehr als fair bei Kickstarter. Ich bin sehr gespannt. Ich habe den Prototypen zugeschickt bekommen. Das heißt, ganz wichtig, Leute, wir gucken uns jetzt einen Prototypen an. Ja, und hier ist wieder Verlagsservice meinerseits. Aber ich habe mir das Spiel ja extra selber angefordert, weil ich es so geil finde. Ich kann es euch unten nicht einblenden, weil es auf Boardgame Geek noch keine Infos dafür gibt. Aber wir können es uns angucken. Nämlich Heroes of Xander. Der Prototyp, wo steht er? Irgendwo steht Prototyp. Hier steht Prototype außen dran. Das heißt, die Box ist noch nicht fertig und so weiter. Ich sage euch ganz genau, was schon fertig ist, was nicht fertig ist. Für mich ist wichtig, das wird jetzt keine wirkliche Review im herkömmlichen Sinne, weil ihr wisst alle, im Kickstarter kann noch viel passieren. Aber ich kann das schon mal einsortieren und werten, was ich hier vor mir habe und was ich gespielt habe. Ihr habt aber nicht nur das, wir haben das live im Stream nämlich gemacht. Ihr bekommt in dieser Box auch noch Klemmbausteine. Jetzt passt auf. Und da baut ihr diese Figuren. Mich haben diese Figur hier gebaut. Die ist natürlich kompatibel mit Lego-Steinen, hier diese Klemmbausteine. Wir haben es in diesem Falle mit Go-Bricks-Steinen zu tun, für alle, die sich auskennen. Wenn der Held der Steine sagt, die beste Steinequalität auf dem Markt, dann sind das immer Go-Bricks. In dem Falle sind die von MyBricks aus Berlin. Die stellen diese Sets zusammen und das heißt, das kommt aus einer coolen Fabrik in Asien. Die machen richtig gute Steine mit einer sehr hohen Klemmkraft. Aber ihr bekommt nicht eine Figur, sondern ist ja ein Zwei-Personen-Ding. Ihr bekommt hier noch eine zweite Figur. Guckt mal. Ach, guck mal. Kriegen wir die. Oh, das ist so geil. Ich habe sie abgerupft. Egal, ihr könnt es euch vorstellen. Das ist wieder der Vorführeffekt. Ich wollte es euch größer zeigen.
Da rupfe ich sie jetzt ab. Das ist der Klassiker. Ich sage noch hohe Klemmkraft und dann nehme ich sie genau an der Stelle, wo ich sie nicht tragen soll. So, jetzt kann ich sie euch in groß zeigen. Hier, guckt mal. Schaut euch das mal an. Schon cool. Natürlich so bewegliche Arme und Zeugs und hast du nicht gesehen. Jetzt habe ich schon wieder was abgerupft. Ich darf es einfach nicht anfassen. Habe ich damals im Stream auch gesagt, ist keine Spielfigur, ist wie eine Minifigur etwas, was man sich halt hinstellt, was cool aussehen soll, was Spielgefühl bringen soll. Das ist jetzt kein Spielset für Kinder. Ja, also das ist es nicht. So, und jetzt haben wir hier die Box Hero of Xander. Ich werde mal kurz, also zu dem Lego-Kram oder zu den Klemmbausteinen kann ich sagen, Steinequalität sensationell, tolle Farben. Die Anleitung hat noch die ein oder andere Schwäche. Nicht, weil sie irgendwas falsch darstellt, sondern ganz typisch, weil es ja noch nicht durch den Kickstarter gelaufen ist, sondern der erste Prototyp ist. Da sind manchmal so Stellen drin, da fliegt ein Stein noch in der Luft, bis du den unterbaust. Das ist anders, als man es von Lego gewöhnt ist, die natürlich Anleitungen machen, wo wirklich Dreijährige was puzzeln können. Das ist ein bisschen für Menschen, die schon mal irgendwie, keine Ahnung, 4 Steine ineinander gesteckt haben. Die können sich dann vorstellen, wie das geht. Ich sag mal, für alle Brickheads da draußen, denke ich, ist das überhaupt gar kein Problem. Und die kriegen hier auch eine sehr gute Steinequalität, sehr coole Steine, mit denen man was machen kann, für einen vergleichsweise kleinen Preis. So, die können sich ja dann noch eigene Mods draus machen und sonst irgendwas. So, hier haben wir die Box. Im Kickstarter wird die Box anders. Ihr seht, die ist relativ scheiße, die Box. Aber das ist ja auch jetzt nur der Prototyp und da drin ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen Müll. Auch, ich habe einfach mal alles rein. Ihr bekommt zumindest hier im Prototype die Karten in so einer Box. Ich habe die Karten raus aus der Box. Warum? Es ist auch hier Prototyp-Kartenqualität. Die war mir nicht gut genug und ich habe mit meinen Kindern gespielt und ihr wisst, ich sleeve dann immer alles. Ich habe die Karten gesleeved, weil ich wollte nicht, dass meine Kinder diese ohnehin schon schlechte Kartenqualität dann noch kaputter macht. Deswegen habe ich das raus. Dann sind hier Beutelchen drin. Hier sind schlichtweg noch ein paar Lego-Ersatzteile. Ihr seht auch, die Lego-Teile sind hier in so Zip-Beuteln. Das wird im Kickstarter anders, ist schon klar. Können wir ignorieren. Das ist das, was ihr bekommt. Das ist das eigentliche Spiel und das ist das, was ich euch jetzt gerne auch vorstellen will. Ihr bekommt einen Schwung von knapp 100 Karten. Ich habe da auch schon Mockups gesehen von so Foil-Karten. Das heißt, die werden im Kickstarter auch so Add-on-Packs machen, wo die Karten hier einfach cool aussehen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Das sind alle Karten. Es ist kein TCG, LCG. Es ist also auch nicht so, dass da im Jahr dann wie bei Lorcana irgendwie 4x200 Karten jedes Quartal rauskommt und ihr die Kreditkarte durchziehen müsst, sondern ihr kauft so ein Deck und damit könnt ihr es spielen. Könnt ihr am ersten zum Beispiel mit so Spielen wie Mindbug vergleichen, wo du ja auch nicht andauernd neue Decks machen musst, sondern mit einem Deck das ganze Spiel spielst. Hinzu kommt ein Playerboard für jeden. Das ist eher optional. Das ist jetzt hier auch in der Prototypenqualität. Das sind hier also so Puzzleteile. Die puzzelt man so zusammen, die legt man auf und dann hast du hier einen Track. Auf dem Track kannst du diese Lego-Figur oder diese Klemmbausteinfigur, die ich gerade gezeigt habe, bewegen und kannst hier einfach nochmal extra Boni freischalten, wenn du auf diesem Track läufst. Das ist, ich finde das gut, das macht Sinn, wenn man das Spiel mit mehr als 2 Personen spielt, weil da sehe ich das so ein bisschen als Pflicht an. Ich persönlich war jetzt durchaus mit den Karten alleine zufrieden. So, und dann ist hier noch dabei, aber auch das ist Prototype, eine Riesenanleitung, die aber nicht mit den Regeln ist, sondern hier drin sind die ganzen Lego- oder Klemmbausteinfiguren, die man bauen kann. Schaut euch die Anleitung an, also das ist ja alles logisch und hier baut man ganz viele Figuren. Das heißt, obwohl ich jetzt nur 2 Figuren dabei habe, habe ich eine Anleitung für unterschiedlichste Figuren, die ich bauen kann. Das heißt, rein theoretisch kann ich meinen Kindern aus der Klemmbausteinkiste noch ein paar Steine klauen und baue noch ein paar von denen nach. Hier baut man sich diese Figuren, diese Helden. So, und man sieht das auch immer, da ist auch immer so eine kleine Übersicht. Wie sieht der Held aus? Wie sieht es dann in Klemmbaustein aus? So. Alles. Kein Hexenwerk. Karten. Ich zeige euch erstmal ein bisschen Artwork. Weil ich muss sagen, das Erste, mit dem das Spiel einfach punktet, ist einfach die Optik. Schaut euch das an. Ihr seht, wie die Karten aufgebaut sind. Ihr habt einfach nur einen Stärkewert, der ist in dem Falle 9. Nicht von der 6 irritieren lassen, total schlau. Man sitzt sich ja gegenüber, das heißt, mein Gegenüber sieht auf dem Kopf, was meine Karte kann. Also, Stärkewert von 9. Ihr seht links diese Diamanten, das ist quasi so ein Loot, den mir diese Karte bringt und das war's. Ich mache mal hier eine andere Karte. Hier eine 11, so ein Minotaurus. Ja. Hier der Weise. Also so weit, so gut. Ja,
Ja, schönes Artwork. 100 dieser Karten, jede Karte anders gestaltet. 5 Fraktionen gibt's. Aber, jetzt passt auf, viele Karten haben natürlich auch Karteneffekte. Die sind hier unten. Standpunkt überdenken. Schau dir die Karten eines Mitspielers an und wähle eine Karte. Der Spieler wirft diese Karte ab und zieht eine neue. So, falsche Götzen. Im Kern ist das Ganze deutlich mehr Stichspiel als jetzt so ein Trading- oder Living-Card-Game. Und die haben sich ein paar richtig schlaue, oder der Florian, der das hier erfunden hat, der hat sich ein paar richtig schlaue Sachen ausgedacht. Man merkt, dass er Magic-Spieler ist und einfach ein paar Sachen optimieren wollte. Und das unterscheidet so ein bisschen von Lorcana, wo die einfach nur Magic kopieren. Helden, fangen wir damit an. Das ist so ein bisschen wie bei Commander. Du hast einen Helden. Es sind hier insgesamt 12 Helden am Start, die du spielen kannst. 12 an der Zahl. Einer hat hier noch so eine Sonderkarte. Auch hier zeige ich euch die mal so ein bisschen. Hier, da habt ihr schon die Klemmbaustein-Figur gerade gesehen. So sieht der aus. Midos, gesetzt durch Gold. Oder nehmen wir mal hier. Den finde ich immer wieder ganz geil. Der gefällt mir auch. Der ist super. Jared, der Diplomat. Und ihr seht, da sind unterschiedliche Sachen auf der Karte drauf. Und zwar sind es 3 Sachen, die euch interessieren. Ihr habt oben das Schwarze. Das Schwarze ist eine Eigenschaft, die dann passiert, sobald du diese Karte umdrehst. Was das bedeutet, zeige ich gleich. Dann hast du zum Beispiel eine dauerhafte Fähigkeit oder eine einmalige Fähigkeit oder eine Fähigkeit für jede Runde. Das ist das da auf dem grauen Kasten. Und eine Siegbedingung. Der muss zum Sieg einfach von 4 verschiedenen Farben hier Diamanten einsammeln, Edelsteine einsammeln, um das Spiel zu gewinnen. Und das ist schon mal der erste coole Effekt. Wenn ihr das Spiel spielt, kriegt jeder 3 von diesen Helden auf die Hand und wählt verdeckt eine davon, wirft die anderen ab. Und sagt sie aber dem anderen Spieler nicht. Das heißt, was die Siegbedingung der Leute ist, wisst ihr nicht. Man legt die einfach verdeckt vor sich aus und spielt halt so lange. Das heißt, rein theoretisch kann ich so lange spielen, bis ich die passenden Edelsteine habe. Dann drehe ich das Ding um und sage, ich habe gewonnen, das Spiel ist aus. So läuft es aber in der Regel nicht. Warum? Ich habe ja diesen Umdreheffekt. Das heißt, irgendwann im Spiel möchte ich den Umdreheffekt für mich nutzen. Das heißt, irgendwann zeige ich, pass auf, das ist mein Charakter, ich kriege jetzt erstmal diesen Bonus und übrigens habe ich jetzt die dauerhafte Fähigkeit XY. Das heißt, irgendwann im Spiel gibst du dich zu erkennen, wer du eigentlich bist und ab dann ist ja für deine Mitspieler klar, scheiße, wenn der das und das kriegt, hat er das Spiel gewonnen, also spielen die jetzt anders. Das finde ich schon eine super schöne Mechanik. Würde ich mir bei Magic auch wünschen, in so einem Commander, dass du manchmal nicht weißt, gegen welche Fähigkeiten du da spielst. Meistens ist es bei Commander so, du guckst hin und sagst, ah, okay, ich habe verstanden, was du hast. So, und dann kennst du dessen Fähigkeiten. Dann kommen halt 100 Karten aus dem Deck, aber letztendlich kennst du schon die Fähigkeit des Commanders. Finde ich hier cooler gelöst. So, finde ich hier cooler gelöst. Und jetzt zum eigentlichen Spielprinzip, und das ist auch relativ cool. Jeder kriegt 10 Karten auf die Hand. 2, 4, 6, 8, 10 und stichspieltypisch müssen wir auch alle 10 Karten spielen. Einer ist Startspieler, das wird am Anfang ausgelost. Danach geht es halt immer, wer den Stich macht, ist wieder Startspieler. Und Stich machen heißt, du spielst jetzt eine beliebige Karte. Es gibt keinen Farbzwang. Ich spiele zum Beispiel jetzt die 11. Ich spiele diese 11 aus. So, die hat jetzt einfach, das heißt, ich lege eine Stärke 11 und hier ist so ein Diamant dabei. Alles gut, der Diamant ist erstmal egal. Jetzt kommt mein Gegenspieler dran und der denkt sich, weißt du was? Ich mach's mal einfach. Der spielt jetzt auch eine 11. Das heißt, jetzt hätten wir Gleichstand. Was passiert bei Gleichstand? Wer zuerst die höhere Karte gespielt hat, würde den Stich machen. Der Stich ist aber nicht fertig, denn wir spielen nicht eine Karte in einen Stich, sondern 2. Das heißt, ich bin jetzt wieder dran und habe jetzt natürlich eine dumme Position. Wenn ich nämlich was Niedriges spiele mit Punkten, Punkte sind ja hier diese Diamanten, dann wird mein Gegner stechen. Spiele ich was Hohes, wird mein Gegner wahrscheinlich irgendeine schlechte Karte reinwerfen. Das heißt, wir kommen jetzt in diese klassische Stichspielgeschichte. Wenn ich was Niedriges spiele, die niedrigen Karten haben immer Effekte. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, boah, der Stich interessiert mich nicht. Ich spiele diesen Effekt, weil ich würde mir hier zum Beispiel die Karten des Mitspielers angucken. Spiele ich niedrig, muss er mir die Karten zeigen. Er selber, wenn er jetzt sagt, ja, ich spiele jetzt hoch, ich spiele eine richtig hohe Karte. Die hohen Karten haben weder Diamanten noch Spezialeffekte. Das heißt, wenn er den Stich macht, dann bringt ihm die hohe Karte gar nicht so viel, weil die selber gar keine Punkte macht. Das Einzige, was jetzt Punkte machen würde, sind die beiden Karten, weil da so ein Diamant drauf ist. Ich selber habe mir den Bonus geholt. Das heißt, er würde jetzt diese beiden Punktekarten für sich mitnehmen, weil er den Stich macht. Und so hangeln wir uns durch. Am Ende schaut man durch seine Stiche durch. Hat jetzt keine Ahnung, hat er zum Beispiel 2 Stiche gemacht. Das sind die 8 Karten, die er dadurch gesammelt hat. Und jetzt darf er 2 von diesen Karten aus seiner Pocket, wie es so schön heißt, in den Stash nehmen. Das heißt, jetzt wählt er 2 Karten aus, die wirklich für Punkte gewählt werden. Zum Beispiel nimmt er die beiden.
weil er sagt, hey, hier drei blaue, supergeil. Das heißt, die zwei nimmt er sich, alle anderen Karten kommen wieder zurück in den Stapel und wenn keiner gewonnen hat, wird jetzt wieder der komplette Stapel gemischt und wieder ausgelegt. Was hier jetzt auch als cooles Ding passiert ist, wenn einer als Siegbedingung hat, er muss relativ viele blaue sammeln, hier zum Beispiel, hier. Er muss relativ viele blaue sammeln. Dann ist jetzt ein typisches Problem, sobald ich blaue auf die Seite lege, sind natürlich auch weniger blaue im Deck. Das heißt, es wird hinten raus schwieriger, noch mehr blaue zu sammeln. Deswegen haben die in aller Regel auch eine zweite Siegbedingung. Der zum Beispiel kann jetzt entweder 7 blaue sammeln oder 14 von irgendeiner Farbe. Also doppelt so viel sammeln, da hat er auch gewonnen. Ey Leute. Das spielt sich so fucking gut. Ich sag's euch ganz ehrlich. Das ist nicht, weil es jetzt irgendwie eine bezahlte Kickstarter-Preview ist. Ich kriege keinen Cent. Ich habe mir dieses Ding extra bestellt bei den Jungs, weil mich einfach interessiert hat, was dieses Spiel kann. Weil das einfach zu gut, um wahr zu sein, klang. Und ich kann euch wirklich sagen, für Leute, die sonst Magic spielen, für Leute, die sonst Mindbug. Ich glaube, Mindbug ist der bessere Vergleich. Die sowas wie Mindbug spielen, Alter, ist das eine gute Mechanik. Das funktioniert so unglaublich gut, das ist so unglaublich balanciert, es ist von den Karteneffekten, von der Optik, ist das ein fertiges Spiel. Also das Kartenspiel, was ihr hier seht, wie auch immer das dann auf Kickstarter gepackt ist und in welche Box und welche Kartenqualität und ein Stretch Goal unten hast du nicht gesehen. Ja, aber die Spielmechanik, die ist super. Klar kommen dann noch Sachen dazu, da gibt es einen Two-versus-Two-Modus, da gibt es Turniermodus, es gibt Deckbuilding-Modus. Schaut an, hier unten sind so kleine Zahlen drauf, ganz unten, ganz in klein. Es gibt einen Modus, wo du quasi dir auch Decks aus den Karten bauen kannst. Dann könntest du auch Turniere spielen und sagst, ich baue mir halt mein Deck aus den Karten und spiele da gegeneinander für Leute, die halt diesen Deckbau noch wollen. Ich persönlich fand das mit dem Deckbau gar nicht wichtig. Ich finde es eigentlich ganz geil, mich mit unterschiedlichen Charakteren und einem random Deck auseinanderzusetzen, wie bei Mindbug, und aus meiner Hand heraus und so ein bisschen aus dem Bauch heraus einfach das Beste zu machen. Das ist einfach ein schneller Schnetzler oder so. Ich weiß nicht, wie man es am besten beschreiben kann. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich habe jetzt im Chat schon gelesen, ja, also die Klemmbausteine, die brauche ich vielleicht gar nicht. Und da bin ich bei euch. Die braucht es vielleicht nicht. Aber überlegt mal, ihr kriegt jetzt hier dieses Kartenspiel mit dem ganzen Kram, was dabei ist, für 40 Euro im Kickstarter. Das ist, sagen wir mal, vielleicht 10 Euro zu teuer, als wenn man nur Karten macht. Aber ihr kriegt ja das dazu. Also das könnt ihr ja auch irgendwem schenken, euch ins Regal stellen. Das ist doch nochmal ein nettes Add-on. Ich kann mir vorstellen, dass das Scalper geben wird. Scalper sind Leute, die einfach das kaufen und dann verkaufen sie die Hälfte davon. Ich kann mir vorstellen, dass es so Klemmbaustein-Leute gibt, die sich das kaufen und mit dem Kartenspiel vielleicht leider nichts anfangen können. Und dann nehmen sie einfach die Karten raus und verkaufen die einzeln. Dann kauft ihr die halt einzeln, in Anführungszeichen. Oder tu dich mit jemandem zusammen, der sagt, ich will die Figuren. Sagst du, gut, nimm du die Figuren, ich nehme das Kartenspiel. Und dann teilt ihr euch die Kohle. Also ihr kriegt hier auch relativ gute Steine für wenig Geld. Ich bin dabei, dass das Thema Klemmbausteine ein bisschen was Aufgesetztes ist, weil die Karten nicht wie Klemmbausteine aussehen. Mich stört es nicht, weil ich bin ein Klemmbaustein-Fan. Wenn euch das stört, dann guckt halt nur auf das, was euch gefällt. Ich finde es auf jeden Fall mal ein ganz neuer Ansatz. Sowas habe ich in der Form das letzte Mal von Rainer Knizia gesehen, als der ein Lego-Spiel gemacht hat. Das Lego-Spiel von Rainer Knizia habe ich auf dem Kanal zerrissen. Also von daher. Wer hat das geschrieben? Irgendeiner hatte vorhin geschrieben, dass er die Klemmbausteine nicht braucht. So. Klemmbausteine geht immer. Nee, irgendeiner hatte geschrieben, ich brauche keine Klemmbausteine. Deswegen habe ich das aufgegriffen. So. Genau, du kannst auch das mit Standys spielen. Du kannst auch so wie ich brauche diesen Track gar nicht. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfan, ich sag's euch nochmal. Ich spiele dir das Spiel am liebsten wie Mindbug. Gib mir einfach diesen Schwungkarten, den packe ich mir in meine Hosentasche. Und dann bin ich glücklich. Das ist cool, was da noch alles dabei ist und Varianz. Und dann kannst du ja auch 70 Erweiterungen machen. Ist doch alles klar in diesem Spielsystem. Und das werden die machen und das sollen sie auch machen, weil ich es eine super solide, coole Spielmechanik finde, die sie an den Start gebracht haben. Und der Grafikstil und die Story hier von Heroes of Xander, das ist alles geil. Das ist ein super geekiges Game. Aber ich brauche das Shishi auch nicht. Ich nehme es gerne mit, weil es ein cooles Stretch Goal ist. Ich bin Brettspieler, ich freue mich über die Karten. Sage ich euch ganz ehrlich. Von daher, Heroes of Xander, eine Empfehlung, Print Pen Play. Ich habe es gesucht und nichts gefunden. Dann habe ich mich vielleicht verlesen. Ich habe es geschrieben. Siehst du, Horrorshow. Danke. Ich habe das doch im Chat gelesen. Jetzt sag doch nicht, ich würde hier irgendwas sagen, was keiner sagt. Also,
Heroes of Xander. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit Top-Flop. Warum muss ich vorsichtig sein? Wir haben es hier mit einem Prototypen zu tun. Solange ich die Kickstarter-Kampagne nicht gesehen habe, solange ich nicht ein fertiges Produkt in der Hand habe, kann ich natürlich zu der ganzen Qualität, wie gut ist eine Anleitung, sind die Karten toll, nichts sagen. Ich habe hier aber quasi ein funktionierendes Spielsystem. Ich habe Artwork, was ich sehen kann, und ich habe die Effekte auf den Karten. Und ich habe das Spiel mit meinen Kids rauf und runter getribbelt jetzt das letzte Wochenende. Das reicht mir aus, um für mich zu sagen, absolute Empfehlung von mir. Ihr kriegt trotzdem keinen Top, einfach weil es noch kein fertiges Spiel ist. Wir werden uns das sicher angucken, wenn das dann fertig ist, wenn es aus dem Kickstarter ausgelaufen ist. Dann könnt ihr mich vergleichen oder wir vergleichen es dann mit der Version, die ich euch hier vorgestellt habe. Wurden die Erwartungen erfüllt? Wurden sie übertroffen? Bin ich ein Lügner? Das können wir uns dann im Nachgang angucken. Mir ist es wichtig, dass es für euch eingeordnet ist, falls ihr nicht so Kickstarter-affin seid. Bevor ihr da immer einsteigt, euch muss immer klar sein, im Kickstarter kann noch viel passieren, aber halt auch viel Gutes passieren. Deswegen, ich will es euch weder schlecht noch gut reden. Ich will einfach nur sagen, von den Kartenspielen, von diesem Stichmechanismus, ist es wahrscheinlich eins der interessantesten Mechanismen seit Mindbug, die ich gespielt habe. Und mir gefällt es besser als Mindbug. So. Und bei Mindbug bin ich leider auch im Kickstarter drin. Das kommt beides ins Regal, weil es durchaus unterschiedlich ist. Mindbug geht noch schneller. Hier hast du halt eine strategische Tiefe, die Mindbug nicht erreichen kann. Mindbug ist halt einfach ein Lucky Punch Game. Hier hast du deutlich mehr diese Magic-Tendenz auch mit drin. Also, an sich ein Top. Ich gebe es aber nicht. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich werde auch versuchen, mit dem Florian hier was auf dem Kanal zusammen zu machen. Wir hatten da schon Kontakt. Er hat mir das Spiel auch schon mal digital gezeigt. Auf der Boardgame Digital haben wir es angetestet. Ich will ein bisschen mehr zu dem Game machen, weil es mir einfach sehr gefällt und ich gesagt habe, ich möchte eure Kickstarter-Kampagne einfach unterstützen. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ich noch mehr über das Spiel hier einfach sagen werde. Das liegt einfach daran, ich spiele gern Klemmbausteine, ich spiele gern Magic und ich bin Brettspieler. Das unterscheidet es vielleicht von ein paar anderen, die das jetzt in die Kamera halten, die nicht alles drei vereint haben. Ich kann das deswegen aus allen drei Blickwinkeln einschätzen und deswegen, ich finde es aus allen drei Blickwinkeln interessant. So ohne Top-Flop ist auch komisch. Warte, ich mache einmal Top, einmal Flop, einfach nur fürs Feeling. Top. Flop. Ah, toll. Jetzt ein Spiel, das habe ich jetzt auch schon lange auf dem Peil gehabt. Und das Lustige ist, Miepelinchen, also die Ninja, hat vor ein paar Tagen das gleiche Spiel gespielt. haben wir per Zufall festgestellt. Und zwar habe ich etwas gespielt. Bitte, bitte seid vorsichtig. Bitte seid gnädig mit mir. Ich habe Cluedo gespielt. Ich höre das Bubis hier. Ich habe Cluedo gespielt. Ich habe dieses Cluedo aber nicht gekauft, Leute. Ich wurde gekauft, um Cluedo zu spielen. Nämlich hatte ich ja, Betonung liegt auf hatte, die ist inzwischen ausgelaufen, eine Kooperation mit Elbenwald. Und wie lange dauert eine Partie von diesem Stichspiel? Ich würde sagen, eine halbe Stunde. Also vergleichbar mit einer Magic-Partie. Du spielst so ein Deck, so, also du spielst quasi, ich würde sagen, drei Runden ist so das Normale, was man spielt. So nach drei Runden gewinnt einer. Das heißt, du spielst dreimal fünf Stiche, also 15 Stiche insgesamt. Das ist nicht lang, aber du brauchst ja dann doch ein bisschen, was nehme ich denn für eine Karte, nimmst du das? Ja, also sagen wir mal, es ist auf jeden Fall noch unter einer halben Stunde. Aber kannst du nicht solo spielen, Fernando? Kannst du nicht solo spielen. Also, ich habe Cluedo gespielt. Ich habe es von Elbenwald zur Verfügung gestellt bekommen. Mit dem habe ich ja kooperiert. Inzwischen habe ich ja EMP als neuen Kooperationspartner. Wenn ihr da euch was holen wollt, Link ist immer unten in der Beschreibung. Ganz netter Partner, EMP. Und es ist kein normales Cluedo. Es ist ein Cluedo mit einer Filmlizenz drauf. Und da muss man jetzt einfach ein kleines bisschen kurz durchschnaufen und ich zeige es euch trotzdem. Ach, bitte nicht schreien. Ich habe Cluedo in der Harry Potter Edition gespielt. Harry Potter? Was ist denn hier los? Warum lädt denn dieses Bild eigentlich nicht mehr jetzt? Ich habe Harry Potter Cluedo gespielt mit beweglichem Hogwarts-Spielplan. Das ist eine relativ große Box. So eine breite Box, so typisch wie der Hasbro. Fühlt sich leider auch nicht wertig an, die Box. So ein bisschen designbefreit hier. Das ist ein geiles Design. Hier haben sie einfach gar nichts drauf.
Auch noch nie gesehen bei einem Spiel, dass man einfach sagt, auf der Unterseite muss eh nichts drauf. Wie immer bei Harry Potter, Bilder aus dem Film, ja, die altern nicht, die sind immer zeitlos, die sehen heute so aus wie gestern. Es ist ein Cluedo. So. Also, ihr müsst ein bisschen durch und ich zeige euch jetzt mal, was in der Packung ist. Und in der Packung ist gar nicht so viel auf den ersten Blick. Ihr bekommt eine Cluedo-Anleitung. Das ist die Cluedo-Anleitung. Also absolute Familien-Kinderspielecke. Kein großes Thema. Und dann schaut rein, das ist in der Box. Okay, stimmt nicht ganz. Ich will euch nicht verarschen. Das wäre jetzt geil. Das ist das Spiel. Das wäre jetzt total geil. Nein, es gibt hier noch eine Sache, die habe ich hier einfach hier drunter. Und zwar den Spielplan. Der macht das Spiel auch so besonders. Ansonsten wäre das ja wieder sehr Cluedo. Und der Spielplan, der ist eigentlich ganz nett. Die Materialqualität ist unterirdisch. Also das ist wirklich billigstes Pappe und so. Da merkst du so richtig, wie auf Geld getrimmt wird. Aber es sieht trotzdem gut aus. Und ihr bekommt diesen Cluedo-Spielplan, der in der Optik der Karte des Rumtreibers aus der Harry Potter-Reihe ist. Das ist schon mal ganz cool. Das wirkt auf jeden Fall besser als so ein Harry Potter Monopoly von der Idee her. Und man versucht hier auch Harry Potter umzusetzen. Ich kann euch das mal hier kurz zeigen. Ich zoome mal ein bisschen hin. Ihr habt diese Räume und die Räume haben wie im Film auch quasi, ändern die ihre Eingänge so, da fahren halt quasi Treppen rum. Und zwar, man dreht hier immer an diesem Rädchen und dann gehen hier halt Türen zu, Türen auf. Seht ihr das? Das ist schon ganz cool gemacht. Und dann erscheint zum Beispiel auch manchmal hier irgendwie ein dunkles Mal oder so. Schauen wir mal, wann das dunkle Mal kommt. Mal kommt es, da kommt es zum Beispiel, da passiert was Böses. Und ihr lauft halt hier auf diesem Feld rum und ihr müsst Cluedo-typisch ein Mordopfer, eine Mordwaffe und einen Ort finden. In dem Fall ist aber kein Mord passiert, sondern es wurde einfach ein Schüler entführt. Das klingt irgendwie wie die Hälfte aller Handlungen von Harry Potter. Oh, es ist schon wieder einer entführt. Vielleicht ist er in der Kammer des Schreckens und so weiter. Hier oben ist Dumbledores Büro. Keine Ahnung, ob der noch lebt. Zu dem Zeitpunkt könnt ihr euch dann überlegen, ob das der sechste oder der siebte Teil ist. Oh mein Gott, Spoiler. Genau. Wir machen Anschuldigungen. Wir gucken mal so ein bisschen, was hier an Material dabei ist. Ich habe das alles in eine Tüte. Da war ein Sack dabei, da habe ich alles rein. Also wir haben unterschiedliche Charaktere, die wir spielen können. Die haben keine Fähigkeiten. Aber wir können halt hier Ginny Weasley und hast du nicht gesehen und Albus sonst irgendwas spielen. So. Können wir halt spielen. Sechs verschiedene Leute. Es gibt ein dunkle Mal-Deck. Und zwar passieren immer wieder negative Sachen. Wenn hier ein dunkles Mal auftaucht, wenn man ein dunkles Mal würfelt, nimmt man sich eine von diesen Karten. Da steht dann drauf, was Böses passiert. Das kann man auch immer abwenden, indem man Hilfekarten besitzt. Aber letztendlich ist das so ein bisschen, man kriegt halt da Probleme. Und das Problem ist, man hat Hauspunkte, das sind diese Chips hier. Und sobald man keine Chips mehr hat, hat man das Spiel verloren. Also es gibt sogar eine Player-Elimination in Cluedo jetzt. Und du hast diese Hilfekarten, die haben sehr viel Flavortext, da sind irgendwelche Zaubersprüche und irgendwelche Gegenstände und mal ist es auch irgendwie irgendein Bewohner von Hogwarts. Und eigentlich machst du mit den Dingern gar nichts, es ist halt einfach so, wenn hier so eine Karte umgedreht wird und es heißt, du kriegst jetzt, du musst 5 Hauspokalpunkte abgeben, außer du hast Albus Dumbledore. Also das heißt, wenn du irgendwann dazwischen Albus Dumbledore hattest, cool, passiert dir nichts, ansonsten passiert dir was. Das hat mit Cluedo gar nichts zu tun. Das ist halt so ein bisschen draufgeflanscht, damit man noch so ein bisschen ein Harry Potter-Feeling bekommt, würde ich mal dazu sagen. So, dann haben wir, geh mal hier noch ein bisschen weiter, das sind alles die Hilfekarten und so. Dann haben wir Geheimkarten. Das ist jetzt Harry Potter-typisch, Cluedo-typisch. Wir haben die Gegenstände, die Räume und die Menschen hier. Also es könnte hier dieser Peter Pettigrew sein, der hat den Portschlüssel benutzt. Und zwar im Verschwindekabinett. So, du suchst hier per Zufall 3 Karten raus, die kommen in dieses Tütchen rein, alle anderen Karten bleiben noch da. Das heißt, wenn man diese ganzen Hinweise erkundet hat, dann kann man per Ausschlussverfahren herausfinden, wer ist was, warum, wieso, weshalb. Hier sind sogar noch Kärtchen drin, sehe ich gerade. So, hier die Alraune im Kessel. So, dazu kriegt jeder Spieler hier auch so einen Zettel. Ja, da kann man seine Sachen drauf festhalten. Ja, easy. Also kann man sich vorstellen, wir haben die Hauspokalpunkte. Dann haben wir hier noch diese Figuren, mit denen laufen wir rum. Die haben mit Harry Potter wenigstens gemeinsam. Das sind halt die Cluedo-Figürchen.
sind keine normalen Standys. Und dann haben wir hier Würfel. Wir würfeln immer mit allen Würfeln. Das sind die Bewegungspunkte, die wir laufen dürfen. Und das ist quasi, was passiert. Also an welchem Raum wird das Rädchen gedreht? Bekomme ich eine Hilfskarte? Oder kommt so ein dunkles Mal und ich ziehe so eine negative Karte? Wenn ich hier drauf stehen bleibe, nicht drüber ziehe, kriege ich auch immer eine von diesen Hilfskarten. Ich kann Anschuldigungen und Deduktionen nur machen, wenn ich im passenden Raum bin. Und wenn ich in dem Raum bin, dann kann ich jetzt sagen, das war Dolores Umbridge mit dem Schlaftrunk. Und zwar im, was ist das hier für ein Raum? Im Raum der Wünsche. Und woher weiß ich jetzt, ob das stimmt oder nicht? Es ist total einfach. Die Karten werden alle am Tisch verteilt. Das heißt, jeder hat einen Teil der Hinweise. Und wenn einer jetzt einen der drei passenden Hinweise, die ich gerade habe, dann muss er mir ein Kärtchen davon verdeckt zeigen. Dadurch können andere Spieler am Tisch halt nachvollziehen, ah, okay, das scheint wohl nicht die richtige Verdächtigung gewesen zu sein. Gleichzeitig ist aber nicht 100% klar, was stimmt jetzt nicht und so weiter. Ja, und dann spielen wir das, bis halt einer weiß, wer es ist, geht in Dumbledores Büro, macht die richtige Anschuldigung und hat entweder gewonnen oder scheidet aus. Klassisches Cluedo. So. Ich habe das gespielt mit zwei Kindern. Im Alter von so 12, 13 Jahren. Die waren durchaus begeistert und ich habe zum Spaß in meiner allerersten Anschuldigung, man teilt ja alle Karten aus, ich habe zum Spaß in meiner allerersten Anschuldigung gesagt, ja, das ist sicher Dolores Umbridge mit dem Alraunentrank im Raum der Wünsche gewesen. Und erwartete jetzt, dass mir einer meiner zwei Mitspieler, die ja jung sind, die zum ersten Mal in ihrem Leben Cluedo spielen, jetzt den Hinweis rüberreichen. Und was passierte? Keiner hat mir den Hinweis hergehalten, weil ich random die Lösung erraten habe. Das kann passieren bei Cluedo. Ich habe natürlich die ganze Zeit gedacht, meine Kinder sind zu blöd, das Spiel richtig zu spielen, haben natürlich die Karte auf der Hand. Aber ich habe per Zufall mit meinem ersten Raten den Fall gelöst. Das macht so ein Spiel natürlich dann ein bisschen seltsam. Ja, wenn du schon gelöst hast. Genau, mit zwei random Kinder, die zufällig in meinen Keller kamen. Ganz genau, ruft die Polizei. Ich habe sie Cluedo spielen lassen. Es war der Basti mit Cluedo im Brettspielraum Powered by Cuplex. Das ist der Mord, der aufgeklärt wurde. Ja, ihr wisst, ich habe mir nicht viel erwartet. Was erwartest du schon von einem Cluedo? Ist schon klar. Aber es ist schon das bessere Cluedo. Ja, wir haben dann eine normale Partie gespielt, alles cool. Was mir gefällt ist, es fühlt sich schon so ein bisschen wie Harry Potter an durch die Karte und so weiter. Ganz ehrlich, kein Mensch auf dieser Welt muss noch Cluedo spielen. Wir haben so viele andere coole Spiele, warum sollen wir das spielen? Wenn allerdings einer Cluedo spielen will, dann verstehe ich durchaus die Harry Potter Variante zu spielen, weil die ein bisschen thematischer ist, kindertauglicher ist. Ich finde das mit diesen Verschiebeplänen und so weiter, das macht Spaß am Tisch. Machen wir uns nichts vor, das mögen Kinder. Die drehen am was, bewegt sich was, alles cool, das Deduzieren kriegen die auch hin. Aber es ist halt ein scheiß Cluedo, Leute. Es ist halt ein scheiß Cluedo. Und was soll ich in dem Cluedo geben? Also für mich ist das auf keinen Fall eine Empfehlung. Wer sich auf meinen Wunsch in den Cluedo kauft, der hat, glaube ich, meine 43 Pile ist geil Videos nicht gesehen und einfach einen ganz schlechten Spielegeschmack, weil wir das einfach nicht brauchen. Das schenkt die Oma ihrer Nichte zum Namenstag, aber wir lassen die Finger davon. Also von daher, Cluedo ist keine Empfehlung, selbst die Harry Potter Variante nicht. Also bei mir weg. Flop. Ist so ein bisschen so wie der Spieleklassiker da hinter mir, den ich aus der Community geschenkt bekommen habe. Irgendwann stelle ich den auch vor, aber ich muss halt alle 100 Spiele, die drin sind, erstmal spielen. Der Vorteil, den ich auch hier wieder habe, ist, wenn ich zum Gemometer gehe, und das haben wir schon mal gesagt, wen gibt es denn berühmteren in der Wizarding World außer Harry Potter? Also Harry Potter ist ja der bekannteste Protagonist überhaupt. Das heißt, für berühmte Personen, weil das Spiel Harry Potter heißt, kriege ich einen Punkt. Wenn sich einer aufregt, mein Spiel, meine Regeln, wenn ich schon Cluedo spiele, dann will ich wenigstens einen Punkt für berühmte Personen. So sieht's aus. So. Cluedo! Zwei Spiele habe ich noch. Ich komme erstmal mit einer Hidden Gem und dann mit einer noch nicht so ganz so Hidden Gem. Ich habe ein Spiel gekauft.
Ich habe ein Spiel gekauft in irgendeinem Laden. Ich weiß nicht mehr in welchem. Ich musste wie immer auf mein Mindestbestellwert kommen und habe ein Spiel gesehen, das sah so schrottig aus. Aber es klang so spannend, dass ich mir gedacht habe, Leute, diese Hidden Gem, die noch nie ein anderer Brettspieler vor mir vorgestellt hat, die muss ich vorstellen. Sie ist von dem wunderbaren Verlag Social Sloth Games. Keine Ahnung, was Social Sloth Games bisher herausgebracht hat. Das ist ein Spiel auf Englisch, das ist aber nicht so schlimm. Und das Spiel heißt, Achtung, es ist keine Hidden Gem, sondern ich habe für euch gespielt, damit ihr es nicht wisst, müsst. Gem Hands. Schaut euch mal das Cover an. Eine 6,5 ab 0 Jahren spielbar. Da weißt du auch, was Sache ist. Ab 0 Jahren spielbar, da wird aber auch einer ziemlich getrault. So sieht das Cover aus. Gems Hands. Wir haben ein paar Hühner drauf. Wir haben hier diesen russischen Oligarchen, der da hier seine Hühner ein bisschen betreut. Aber vielleicht hat er auch hier einen kleinen Stall in Erkelenz aufgezogen. Man weiß es nicht ganz. Und wenn wir uns das Cover weiter angucken, dann sehen wir auch sofort, worum es geht. Er möchte natürlich legendäre Fabergé-Eier herstellen, diese wunderschönen Eier des Zaren. Und damit seine Hühner jetzt Fabergé-Eier scheißen, müssen wir sie natürlich mit Edelsteinen füttern. Das heißt, das Spielprinzip ist, fütter deine Hühner und Küken mit Edelsteinen, damit sie ein Fabergé-Ei scheißen. Also wenn das kein geiles Spielprinzip ist, dann weiß ich es auch nicht. Wir gucken mal rein. Ihr bekommt relativ lustige Geschichten. Ihr bekommt eine Anleitung. Die ist nicht sehr kompliziert. Da wird so ein bisschen erklärt, wie das alles geht. Ich würde mal sagen, ja, gehobene Familienspiel, leichte Kennerabteilung. Es gibt hier noch Advanced Rules mit Zeugs. Für die, denen es halt wieder zu langweilig ist, habe ich noch nicht ausprobiert, habe bisher nur Standard gespielt. Dann bekommt ihr einen Spielplan, der ist erfreulich klein, auch ist generell nichts in der Box. Aber ihr habt einen sehr erfreulich kleinen Spielplan, auf dem ihr mit bis zu 4 Spielern spielt. Hier oben steht, wie man das dann so ein bisschen spielt. Und den legen wir uns dann gleich mal parat. Jeder Spieler bekommt Würfel in seiner Farbe und eine farbige Henne. Wir schauen uns das hier einfach mal hier für Violett kurz die Henne an, dann habt ihr die gesehen. Und halt ganz normale Würfel, die sind jetzt auch nicht anders wie von Las Vegas oder so. Sind ordentliche Würfel, aber jetzt auch keine Custom Dice. So, das bekommt jeder Spieler. Dann haben wir eine Sanduhr dabei, die gar nicht so viel Stress macht, wie es normalerweise eine Sanduhr macht. Also bevor ihr Schiss habt und sagt, boah, Spiel mit Sanduhr, gar keinen Bock drauf, wartet es noch ab. Hier gibt es noch so eine Advanced-Regel, hier Solo-Scheiß und hast du nicht gesehen. Genauso wie diese Sonderkärtchen, die hier dazukommen mit Fähigkeiten. Wir schauen uns wirklich einfach mal nur das Basisspiel an. Dann haben wir hier ein Säckchen. In diesem Säckchen haben wir die ganzen Edelsteine in unterschiedlichsten Farben. Das sind die Standard-Edelsteine, wie wir sie in allen Spielen haben. Die schwarzen Dinger sind ganz geil. Die sind so schattiert innen. Das, was Edles, hier Saphir oder was auch immer es ist, diese schwarzen Dinger, ansonsten Edelsteinchen. Und dann bekommt jeder Spieler ein Spielbrett und ein Fabergé-Ei. Das ist das, was jeder bekommt. Das haben wir hier einfach für 4 Spieler drin. Ich tue es mal nur für einen raus, dann seht ihr, wie das funktioniert. So. Wie kann ich mir das Ganze jetzt vorstellen? Man spielt das Ganze über 3 Runden. Zu Beginn einer Runde wird je nach Spieleranzahl mit Würfeln gewürfelt. Ich sag mal, wir spielen es zu zweit. Zu zweit haben wir in der ersten Runde 2 Würfel, dann einen Würfel. Was heißt 2 Würfel? Ich nehme diese beiden Würfel, würfel die jetzt. Jetzt habe ich eine 3 und eine 6. Ich lege einen hier zur 3, ich lege einen hier zur 6 aus. Jetzt würfel ich wieder mit 2 Würfeln und lege jetzt einen zur 4, einen zur 2. Wenn ich dieselbe Würfelergebnis gehabt hätte, hätte ich halt einfach 2 Zweier hier hingelegt. Das geht auch. Was heißt das jetzt? Das gibt jetzt Koordinaten vor. Und zwar greifen wir jetzt random in das Säckle und legen auf jedes dieser Schnittpunkte
oder zufälligerweise grün, legen wir jetzt, oh, nicht nochmal grün, kommen wir was anderes, legen wir jetzt, warum ziehe ich denn nur grün? Legen wir jetzt hier Edelsteine aus. Das ist das Setup und jetzt fängt das Spiel an. Jeder Spieler hat auf seinem Playerboard Platz für seine Würfel und zwar je nach gewürfelter Augenzahl, ich zeige das mal kurz, legt man entweder, na, kommst du? Fokus! Na, ich brauche irgendwas mit Gesicht drauf. Ich lege mal einen Würfel drauf, vielleicht kriegt das dann hin. Na, Fokus. Was denn los? Heute will der Fokus nicht. Warte mal, ich tue da ein bisschen was weg. Jetzt hat. So, ihr seht, ein Einserwürfel, man bewegt sich ein Feld. Ein Zweierwürfel, man bewegt sich zwei Felder. Drei, man bewegt sich drei Felder. Vier bis fünf, man kann eine Row scratchen oder einen Column, was das ist, zeige ich. Und Packing Order, also die Spielerreihenfolge, wird durch die Sechser festgelegt. Also relativ einfach. Wenn wir jetzt dran sind, wird die Sanduhr umgedreht und alle Spieler tun gleichzeitig Würfel würfeln. Und hier gibt es jetzt keine Yahtzee-Regeln oder ähnliches, sondern wir würfeln mit so vielen Würfeln neu, wie wir wollen. Wir würfeln, 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 bis die Sanduhr, die macht vielleicht eine halbe Minute, abgelaufen ist. Das heißt, wir würfeln, sagen, okay, die 5 hätte ich gern, die 3 hätte ich gern, die 6er hätte ich gern, den würfel ich jetzt nochmal, die 4 hätte ich gern. Jetzt heißt irgendwie Stopp! Ah, scheiße, dann sage ich, okay, dann kriege ich die anderen halt auch noch. Und jetzt liegen die alle auf diesen Würfelergebnissen. Jetzt habe ich so ein bisschen mein Board aufgelevelt und jetzt machen wir nacheinander die Aktionen. Das heißt, ich gehe auf dieses Spielbrett, laufe mit meiner Henne herum. Zum Beispiel sage ich, cool, ich möchte gern drei Felder laufen. Das heißt, ich gebe den Dreierwürfel ab. Ich gehe hier raus, weil da ist die Öffnung, sage 1, 2, 3 und habe jetzt diesen Diamanten hier gesammelt. Und den puzzle ich mir jetzt in mein Fabergé-Eier rein. Da sieht man unterschiedliche Zonen. Ich kann mir aussuchen, wo ich den reinlege. Ich lege mir den jetzt mal da rein. Wenn der da liegt, kann ich ihn erstmal nicht mehr wegtun. Dann ist der nächste Spieler dran. Davor wird die Spielerreihenfolge festgelegt und zwar funktioniert es so, es wird geguckt, wer hat die meisten Sechser gewürfelt und gewertet. Der ist Startspieler. Und dann werden alle Sechser nochmal gewürfelt, auf die Felder verteilt. Sollte nochmal eine Sechs dabei sein, hat man jetzt noch einen Joker. So wird quasi jede Runde die Reihenfolge festgelegt durch Sechser. Und so laufen wir rum. Ich kann aber auch scratchen. Was heißt jetzt scratchen? Scratchen heißt, ich nehme jetzt einen dieser Würfel und lege den in eine beliebige Spalte oder Zeile. Als Beispiel, ich lege den jetzt hier hin. Wenn ich das mache, wird jetzt hier und hier wieder aus dem Beutel gezogen und halt wieder ein Diamant hingelegt, den ich jetzt aufsammeln kann. Ist ja logisch. Ich kann aber schlauer sein. Und zwar, wenn hier zwei Würfel liegen, seht ihr nur bedingt, ich mache es kurz, wenn hier zwei Würfel liegen, dann wird auf so ein Feld nicht nur einer draufgelegt, sondern in dem Falle zwei. Einer liegt schon, das heißt, ich könnte jetzt zwei zusätzliche legen. Es liegt hier schon ein bisschen mehr. Die kann ich alle in einem Schritt aufsammeln. Cool. Noch geiler ist es, wenn ich mich hier hinsetze. Warum? Ich sitze mit meinem Huhn bereits auf einem Schnittfeld. Das heißt, jetzt würden zwei Gems gezogen, die ich instant aufpicken muss. Das heißt, die zwei kriege ich. Na, ist doch super. Gehe ich hier auf mein Board, puzzle ich mir die hier ein. Ich muss in jede Zone immer sortenrein sein. Die Rosanen sind Joker, die kann ich dazu packen. Die bringen mir am Ende immer einen Negativpunkt, aber sie helfen dabei, Regionen voll zu machen. Denn darum geht's. Wir puzzeln nämlich, weil wir für unterschiedliche Regionen, je größer sie sind, hier Punkte bekommen, je nachdem, welchen Diamant wir reinpuzzeln. Wenn wir irgendwas nicht reinlegen können, legen wir es neben das Spielbrett, dann kriegen wir aber auch abgezogen. Wir können auch jederzeit ernten, weil wir sagen, scheiße, ich will hier andere Diamanten reintun, das Spiel geht noch ein bisschen, ich habe hier was drin, was kacke ist. Nee, dann reiße ich es ab, dann tue ich was anderes rein. Ihr könnt auch eklige Sachen machen. Als Beispiel, das ist euer Gegner und ihr seht bei ihm auf dem Board, der hat hier eigentlich keinen Platz mehr. Naja, dann kannst du natürlich deinen Würfel hier einsetzen, weil dann muss er zwei aus dem Beutel ziehen und bei sich einsetzen. Das macht auf jeden Fall Negativpunkte. Und so läuft man hier rum, man kann die Hühner auch wegschubsen und so. Und das Ganze drei Runden lang. Und dann werden hier die Punkte gezählt auf dem Board, die Negativpunkte abgezogen. Und dann war's das. Also, das ist das Hühnerspiel. Also, frisch am Hühnerhof. Mit halt noch irgendwelchen Zusatzvarianten, die man so zocken kann. Aber erstmal so, dass das Basisding. Wir haben es zu zweit gespielt. Zu zweit ist das natürlich ein Battle.
Was aber auch ganz schön ist, so, weil du kannst dich sehr schön auf den Gegner einstellen. Ich kann mir vorstellen, wenn man es zu dritt spielt, dass hier eine komische Unausgewogenheit passiert, wo es manchmal so Kingmaker-Moves gibt, dass so zwei auf einen gehen und sich dann doch wieder umverbünden. Das fühle ich nicht so ganz, weil das Spielbrett auch nicht sehr groß ist. Das heißt, man kommt sich hier zwangsläufig ganz schnell in die Quere. Das ist Ziel des Spiels auch. Die Spielmaterialqualität ist für so einen Indie-Verlag, würde ich sagen, vollkommen okay. Ja, es halt leider sehr viel Luft in der Box. Das Artwork säuft so ein bisschen ab. Das Thema ist trotzdem eigenständig, das rechne ich den Leuten hoch an. Jetzt ist halt die spannende Frage, ist das eine Hidden Jam oder nicht? Ist das eine Hidden Jam? Und ich sag's mal so, wir hatten zu zweit echt Freude. Also es bleibt auch bei mir im Regal. Das war witzig zu spielen. Es ist ein richtig böses, einfaches Spiel, hat so Uwe Rosenberg patchworkiges Ding. Es ist schon ein bisschen Hidden Hand, Hidden Jam. Es ist aber halt kein Spiel, was du 100 Mal in deinem Leben spielen würdest und so weiter, wo du noch deinen Enkeln davon erzählst und wo ich jetzt sage, boah, wenn ihr in Essen seid und da ist Social Sloth Games, dann rennt ihr hin und reißt ihnen dieses Spiel aus ihren toten Händen, egal welchen Preis sie dafür verlangen. Das ist es halt nicht. Es ist halt ein Spiel für Leute wie mich, die so ein bisschen flexen wollen und sagen wollen, schaut mal, ich habe ein Spiel, was du nicht hast, hahaha. Und dann schauen die Leute meinen Livestream, so wie jetzt. Das macht es aber nicht unbedingt zu einem richtig guten Spiel. Ich würde es nicht als Empfehlung einordnen. Es hat mir aber Freude genug gemacht, dass ich sage, von allen Hühnerspielen, wo Hühner Fabergé-Eier scheißen, ist das definitiv in meiner Top 3. Also definitiv ist das in meiner Top 3 der Hühnerscheiße-Spiele. Ja. So, gebe ich jetzt Top oder Flop? Ich muss kurz überlegen. Eigentlich würde ich, bin ich so ein bisschen, ich würde so gerne einen Top geben, weil ich das spannend finde für so einen kleinen Verlag, dass die mal was Verrücktes gemacht haben. Aber meine Regel ist ja, dass ein Top bei mir heißt, es ist eine coole Spielempfehlung für euch. Das ist es nicht. Also es bleibt bei mir im Regal, deswegen könnte ich einen Top geben. Das war aber bei Flügelschlag Asien auch. Ich meine, wenn ich Flügelschlag abwerte, dann kann ich Jam Hands eigentlich nicht durchgehen lassen. Leute, es tut mir leid. Es tut mir leid für die Entwickler von Jam Hands. Kann ich nicht empfehlen. Ist dann doch eher Marke Flop. Ja, muss man so sagen. So, Flügelschlag Asien kriegt einen Flop, also dieses nie kann das nie top sein. Ja, ist doch so, Kids, ich habe mich dran gehalten. So, letztes Spiel. Alter, Achtung, 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 Hype-Alarm. Oh. Ist das ein cooles Game? Ich weiß schon jetzt, also ich bin einer der Glücklichen, die das Ganze jetzt schon vorab haben. Es ist immer noch in der Überseekiste. Es kommt zur Spiel in Essen raus. Und ich weiß, es wird euch Freude machen. Und ihr werdet es auf der Spiel in Essen spielen, weil es ein Spiel ist, was für Conventions gedacht ist, was man mal so auch dazwischen spielen kann. Und es ist natürlich von meinem Lieblingsverlag Skelly Games. Bitte, es tut mir leid, dass es wieder Skelly Games ist. Aber es ist was Besonderes, denn es ist ein Erstlingswerk und es ist ein Autorenspiel von Skelly Games. Heißt, während wir sonst immer irgendwelche lokalisierten deutschen Spiele haben, ist das eins von zwei Titeln. Den zweiten Titel zeige ich euch nächste Woche, was sie selber auf den Markt bringen, wo sie selber den Prozess zusammen mit dem Autor begleitet haben, etc. Na, meine Stimme hört jetzt so ein bisschen auf. Und es ist nicht Kingscraft. Kingscraft zeige ich euch nächste Woche. Was ich euch heute zeige, ist Pirate Tales. Und das sieht so aus. Oh, muss ich gleich mal ein bisschen rauszoomen. Das ist Pirate Tales, so ein Standard 30x30er Karton. Große Box. Wir haben es hier bereits mit der normalen, finalen Retail zu tun. Also das ist kein Prototyp. Ich habe einfach ein Vorab-Exemplar von denen, die in der Fabrik hergestellt wurden. Da wird immer ein kleiner Teil per Luftfracht schon mal rübergeschickt, damit halt Rezensenten und für Fotos und Videos halt die Leute das haben. Deswegen kriege ich das auch, weil wir es, Gellig und ich, ja zusammenarbeiten. Das heißt, das ist die Produktionsqualität, die eigentlichen Spiele kommen halt dann aus der Kiste in den nächsten Wochen, Monaten. Ihr könnt es auch schon vorbestellen. Ob ihr das müsst oder nicht, das schauen wir uns jetzt an. Pirate Tales, wir haben Piraten-Setting. Wir haben es hier mit einem Push-Your-Luck-Spiel zu tun. Bedeutet, das ist deutlich Party. Das ist Partyspiel, das ist böse. Man sieht es ja auch an dem Cover. Da fliegt eine Kanonenkugel, da ist der Seekraken und so weiter.
ein Push-Your-Luck-Spiel. Man kann es auch teilweise ein bisschen mit Port Royal vergleichen. Ich würde diesen Vergleich durchaus ziehen an ein paar Stellen. Ich finde Port Royal nur einfach vergleichsweise langweilig zu dem, was Pirate Tales bei uns am Tisch ausgelöst hat. Anleitung. Dafür, dass es ein einfaches Party-Deduktionsding ist, durchaus lang, aber wenn ihr euch mal anguckt, ihr kauft eine Karte, ihr legt eine Karte, ihr würfelt, ihr macht einen Wetteinsatz, das ist ja wirklich groß geschrieben, hier für Idioten. Ich sag's euch ganz ehrlich, die Regel kann ich euch in 5 Minuten beibringen und dann kann man das Ding losspielen. Die Ikonografie ist super, ist wirklich super. Keine Rückfragen bei Ikonografie. Das ist schon mal sehr vorbildlich. Genau das will ich beim Partygame. Ich will nicht andauernd nachlesen müssen. Ikonografie geil. So, hier seht ihr das Spielmaterial und hier kommen ein paar schöne Sachen. Es ist die Retail-Version, also nicht wundern. Da ist eine Spielmatte dabei. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen Spielmatten nicht. Ich finde es im Falle von einer Piratenkarte super stimmig. Und, weil es auch immer heißt, ja, aber die liegt dann nicht so bündig am Tisch. Leute, ich habe die raus aus der Packung. Die liegt bündig am Tisch. Wir spielen los. So. Wir haben die Spielmatte. Ich lasse das mal in der Ansicht zu. Was bekommen wir noch? Wir bekommen einen riesen Schwung Custom Dice. Einen riesigen Schwung. Die gibt es in 3 Arten. In weiß, in schwarz, in rot. Die sind dann einfach jeweils unterschiedlich bedruckt. Es sind einfach immer nur Totenköpfe rauf. Das heißt, so macht der Würfel eben keinen Schaden, in Anführungszeichen. So macht er einen Schaden. Bei den roten ist halt einfach ein bisschen mehr drauf. Bei den schwarzen ist noch mehr drauf und die haben gar nicht erst eine weiße Seite. Im Spiel kann man Würfel updaten. Man kann 2 graue abgeben und gegen einen roten tauschen. Man kann 2 rote abgeben und gegen einen schwarzen tauschen. Es gibt ein Würfellimit. Am Ende der Runde darfst du maximal 7 Würfel haben. Man startet irgendwie mit 4 oder 5 Würfeln. Dann haben wir hier Schätze. Und zwar haben wir diese riesigen Rubine. Die sind echt riesig. Schaut euch diese Dinger an. Ist das nicht krass einfach? Ich habe so groß habe ich die noch nie gesehen. Die sind am Ende des Spiels 10 Siegpunkte wert. Die willst du looten. Dann gibt es hier noch so kleinere Dinger. In blau, die sind dann 5 Punkte wert. Auch die sind eher Standard, aber auch ganz schön. Wollte ich auch mal zeigen. Dann gibt es Golddublonen, die sind am Ende 1 Punkt wert. Das sind hier jetzt keine Metallmünzen oder sowas, sondern relativ dicke Kartonteile. Die werden auch als Bezahlung im Spiel benutzt, aber sie sind am Ende des Spiels auch nochmal Punkte wert. Wir wollen ja einfach einen großen Schatz machen und darum geht's. Wer den größten Schatz am Ende hat, gewinnt. Man kann es mit bis zu 4 Leuten spielen. Jeder nimmt sich ein Schiffli. Ich lege das jetzt einfach, warte, ich zeige euch das mal kurz. So bedruckte Schiffe, auch ganz nice. Guck mal. Ganz cool gemacht. Die stellt man hier auf diesen Track. Das Spielende wird eingeleitet, sobald einer hier hinten ankommt. Jeder, der hier hinten ankommt, kriegt hier noch so einen kleinen Schatz, der ausliegt. Das heißt, wenn noch Nachzügler kommen, nehmen die sich auch den Schatz. Also, ihr seht schon, die Strecke ist nicht sehr lang, die man fahren muss. Relativ kurzer Raubzug. Das heißt, das Spiel geht schnell. Dann kommen ganz viele Karten dazu. Die mal kurz auseinander dividieren. So. Das ist aber alles nichts Kompliziertes. So, da haben wir nochmal davon was und davon was. Also, wir haben Inselkarten, die gibt es in der Stärke 7. 5 und 3, die werden hier oben ausgelegt. Je nach Spieleranzahl wird dann eine unterschiedliche Anzahl an Inseln ausgelegt. Man nimmt sich immer die linke Insel, sobald die weg ist, weiter. Das heißt, es wird immer schwerer. Insel heißt einfach, wenn man den Raubzug schafft, kommen jetzt hier die Belohnungen. Also 2 Golddublonen mit dem Schiff, 2 Felder fahren und einen blauen Diamanten ist meine Belohnung. Wenn ich die Karte schaffe, schaffe ich diese Karte, kriege ich 2 Golddublonen und fahre mit meinem Schiff 2 Felder weiter. Das heißt, wenn man diese Insel erobert, dann fährt man mit dem Schiff. Die Inseln liegen, wie gesagt, hier oben aus. Wenn man das nicht schafft, sollte man Fehler machen, liegen hier unten sogenannte Kenterkarten aus. Die gibt es auch in leer. Da kann man irgendwie selber sich Regeln draufschreiben. Ist hier so eine kleine Anleitung dabei. Ansonsten gibt es die in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Da sind unten so kleine Säbel auf der Karte.
Kann man sich also zusammenstellen, wie man will. Ich würde einfach alle reinmischen, dann ist das cool. Und da steht halt drauf, wenn das schiefgegangen ist, was jetzt passiert. Da passieren komische Sachen. Manchmal kriege ich einen kleinen Bonus, manchmal kriege ich einen Abzug. Es passieren halt Dinge. Das sind diese Kenterkarten. Und dann habe ich noch dieses Deck hier. Das ist ein Deck mit diesem Seeungeheuer, mit dieser Krake, die einfach noch ins Spiel reinkommt. Diese Karten hat man zu Beginn des Spiels hier liegen. Und wenn man zu weit mit dem Schiff fährt, dann kommen hier einfach noch zusätzliche Gegner random ins Spiel. Aber wie funktioniert das jetzt? Wir machen ein Push-Your-Luck-Ding. Und zwar, wir ziehen von diesem Stapel Karten und legen die offen aus. Und zwar so lange, wie wir wollen. Wir müssen mindestens so viele legen, wie unser Schiff schon gefahren ist. Das heißt, das wäre noch zu wenig. Ich müsste noch ein Schiff legen. Die letzte Karte, die ich spiele, ist dann immer eine Insel. Das heißt, ich könnte jetzt hier die Insel spielen. Die bleibt aber verdeckt. Ich kenne den Schatz nicht. Ich weiß nur, ich brauche hier drei Totenköpfe. Und wenn ihr jetzt guckt, ich hätte jetzt einen Totenkopf, zwei Totenköpfe und drei. Das heißt, ich habe hier insgesamt sechs Totenköpfe jetzt, gegen die ich kämpfen muss. Jetzt entscheiden sich alle anderen Spieler. Ei, das schafft der, was der jetzt macht. Oder nee, das schafft er nicht. Sie können also Geld wetten. So können wir da ein bisschen Interaktion reinbringen. Und dann komme ich dran. Ich habe zum Beispiel jetzt fünf Würfel und versuche das jetzt zu schaffen. Okay, ich würfel. Und habe hier schon mal zwei Totenköpfe. Das ist ja schon mal gut. Das heißt, was kann ich machen? Ich kann einen Totenkopf auf die Seite tun. Leg den jetzt zur ersten Karte hin. Habe ich geschafft. Ich bekomme direkt einen Bonus. Hier oben ist ein Bonus drauf. Und zwar kriege ich in dem Falle einfach nochmal hier so eine Karte. Man hat Karten auf der Hand. Okay, ich habe jetzt diese Karte für mich auf der Hand. Jetzt geht es hier weiter. Hier brauche ich zwei. Ich habe aber nur einen gewürfelt. Jetzt ist total cool. Ich kann einen Würfel hinlegen und jetzt nehme ich meine Karte und spiele die. Da sind nämlich hier oben Totenköpfe drauf. Und die kann ich jetzt abgeben, um meinen Würfel zu manipulieren, zu sagen, das ist aber ein Dreierwürfel. Ich muss immer mindestens einen Würfel haben, aber ich kann halt mit Karten den hochbuffen. Jetzt habe ich das auch geschafft. Dadurch, dass ich den geschafft habe, bekomme ich jetzt als Bonus einen Würfel. Ah, das ist gut. Ich bekomme wieder so einen Würfel. Der wird instant gewürfelt. Und geil, ich habe wieder einen Totenkopf. Das heißt, ich kann hier einen Totenkopf hinlegen. Jetzt habe ich aber keine Karten mehr. Scheiße. Aber ich habe noch drei Würfel. Ich kann die Würfel neu würfeln. Und zwar muss ich einen Würfel abgeben. Dann kann ich die anderen beiden Würfel neu würfeln. Jetzt schauen wir mal. Habe ich Glück? Nein, ich habe es verkackt. Ich kann noch mal einen neu würfeln. Aber das reicht nicht mehr. Ja, ich habe leider nur zwei. Das heißt, jetzt hätte ich es nicht geschafft. Je nachdem, wie die gewettet haben, verlieren sie jetzt. Ich muss so eine böse Karte ziehen. Dann wird das wieder abgeräumt. Die Insel bleibt da. Der nächste kann die jetzt versuchen zu erobern. Weil ich aber bis hierhin gefahren bin, wenn ich das schaffe, kriege ich eine Golddublone. Da kriege ich zwei Golddublonen, dann kriege ich drei Golddublonen. Einfach damit ich dann ein bisschen Vorteile habe. Weil mit Golddublonen könnte ich mir auch ein paar Karten kaufen, um einfach meine Karten besser zu manipulieren. You get the idea. Und wenn ich relativ weit segel, wenn ich hier hinkomme, dann wird jetzt hier eine zusätzliche Gefahr umgedreht. Und zwar kommt die immer auf das Feld, was hier angezeigt wird. Hier wird Feld 3 angezeigt. Das heißt, diese Gefahr kommt jetzt hier hin. Und jetzt passiert hier eine Sofortaktion. Das heißt, hier zum Beispiel ist es jetzt so, beim Aufdecken wirf einen schwarzen Würfel und dann mach halt irgendwelche Dinge. Das heißt, hier können dumme Sachen passieren, hier können coole Sachen passieren. Klassisches Push-Your-Luck-Ding, wo wir versuchen, unseren Loot zu erweitern. Wir können mit Karten die Würfel manipulieren. Wir tun unseren Würfelfundus verbessern, indem wir halt bessere Würfel uns reintun, in der Hoffnung, dass wir es irgendwann schaffen, mit unserem Schifflein und dem größten Schatz da hinten anzukommen. Das Ganze in einer Spielzeit von, ich würde sagen, 20 Minuten maximal pro Spieler. Wäre so meine Einschätzung davon. Also ein ideales Partyspiel mit wunderbarem Material. Das Material ist richtig cool. Die Regeln sind ultra solide. Da gibt es auch nichts dran auszusetzen. Das funktioniert sehr gut. Wir haben, und jetzt kommt wieder meine Spieleinschätzung. Wir haben eine epische Partie gehabt. Ich kann es nur so beschreiben. Es war wirklich auf den letzten Würfelschlag, standen die Leute am Tisch, schrien, weil sie gewettet haben, schafft das nicht, hat er noch eine Karte auf der Hand, was kriegt er für einen Bonus? Es ging ab. Es hat mega Laune gemacht, wie immer bei solchen Push-Your-Luck-Spielen. Was mir hier gefällt im Vergleich zu, was haben wir denn, Diamant oder sowas, ist halt einfach
schaut mal, was ihr für ein cooles Spielmaterial bekommt. Das sieht halt auf dem Tisch halt auch ganz geil aus. Die Regeln sind cool, gerade wenn ich es mit diesem Port Royal Mechanismus, wo man immer diese Karten aufdecken muss, von den Schiffen vergleiche. Das macht hier einfach viel mehr Spaß. Das Würfelmanipulieren macht Spaß. Das Taktieren, spiele ich eine Karte, spiele ich keine, wird auf mich gesetzt, wird gegen mich gesetzt und so weiter. Das hat richtig Bock gemacht. Also richtig Bock. So, jetzt könnt ihr wieder sagen, ja Basti, bei Skelly Games sagst du das irgendwie bei jedem zweiten Spiel. Ne, stimmt nicht. Ich sag's bei jedem Spiel. Ich kann's doch nicht ändern, dass Skelly Games ein super Händchen dabei hat, Spiele rauszubringen, die perfekt auf mich zugeschnitten sind. Das ist wieder ein Spiel perfekt für mich und meine Runden. Es ist zugänglich, es ist nicht so einfach, es ist ein Gamers Game, es hat schönes Material. Ich kann damit Leute begeistern, am Tisch mitzuspielen. Ich kann es mit Kindern schon spielen, weil sie nicht viel lesen müssen. Ich habe tolle Würfel dabei. Was willst du denn mehr? So, was willst du mehr? Ich weiß nicht, was man mehr will. Ich bin wirklich von Pirate Tales extremst begeistert. Ich glaube nicht, dass man das in 100 Jahren noch spielen wird. Ja, also das ist ein Game, das wird auch relativ schnell aus den Hype-Listen verschwinden. Ich prophezeie diesem Spiel aber, dass es zu Beginn, wenn es die Leute spielen, einen Hype auslösen wird, weil es einfach richtig fetzt am Tisch und richtig Laune macht. Deswegen, ich glaube, in Essen werdet ihr Leute sehen, wie sie Pirate Tales spielen und dabei lauthals vor Glück schreien. Das wird passieren, weil du es eben im Gegensatz zu vielen anderen Spielen auf einer wackeligen Parkbank spielen kannst in Essen, weil es halt nicht, keine Ahnung, ein Tricerion zu viert ist, was man eben mal versucht, auf einer Spiel in Essen anzuspielen oder sowas. Das funktioniert nicht. Also Pirate Tales ist ein super interessantes Spiel. Habt das auf der Agenda, schaut euch das an. Ja, die UVP liegt bei 50 Euro, das ist für ein Push-Your-Luck-Spiel wahrscheinlich die Obergrenze dessen, was man bereit ist zu bezahlen, ja. Ich habe es im Handel schon für 42, 43 Euro gesehen. Also, das kriegst du mit 10-20% Rabatt und dann ist alles fein. Dann kriegst du ein Spiel, was Material hat, was definitiv die 50 Euro wert ist und kriegst ein Push-Your-Luck-Spiel, was aus meiner Sicht die 40 Euro wert ist. Und dann hast du eigentlich nur gewonnen. Und ich muss sagen, Benno Tönnelt hat hier ein richtig cooles Ding gemacht. Und ich finde von Skellig geil, dass sie das hochwertig produziert haben mit einer Playmat, mit diesen Custom Dice, die hochwertig sind, mit coolen Karten, mit tollen Illustrationen. Das hätte man auch als ein einfaches Kartending machen können, ohne den ganzen Shishi. Aber dann wäre es auch nicht so geil. Ich glaube, das gehört auch dazu, dass du die Matte hast, die Optik, die Sachen. Das macht das Spiel erst so richtig geil, glaube ich. Ich mag dieses Gesamtkonzept wirklich sehr gerne. Und Pirate Tales hat mich umgehauen, kriegt von mir ein. Top! Jetzt ist nur die Frage, hat es schon ein BGG-Rating gehabt? Ich habe nicht geguckt. Gucken wir mal kurz nochmal. 7,6. Ach Leute, ihr habt doch keine Ahnung. Jetzt kann ich mir beim Demometer für Pirate Tales nichts eintragen. Habe ich noch was? Oldie, erster Prospero Hall, schräge Box für dieses Spiel, berühmte Person. Sieht schlecht aus, Leute. Kriege ich leider keinen Bonus. Naja. Aber ihr kriegt einen Bonus von mir. Nämlich das Ende meiner Folge. Oh, das war die schlechteste Überleitung seit langem. Ich möchte sagen, danke, dass ihr noch hier durchgehalten habt. Auf Twitch schlafen mir die Leute im Chat schon ein. Es ist natürlich wieder spät geworden, wie immer im Livestream. Wenn du mal Lust hast, live dabei zu sein, montags und mittwochs abends mache ich Content. Ich versuche auch immer ein bisschen länger live zu sein, damit es sich auch für die Nachteulen lohnt. Ich mache teilweise tagsüber Livestreams. Ich gebe mir wirklich Mühe, euch einfach Content zu geben, den ihr auf anderen Kanälen nicht bekommt. Wenn ihr dann sagt, ja, es gibt ja einen Grund, warum es die anderen Kanäle nicht machen, der Content ist scheiße, dann verstehe ich das. Aber Leute, warum soll ich den Content machen, den die anderen schon machen? Dann guckt es bei denen. Wenn ihr Toplisten toll findet, schaut die bei denen. Wenn ihr Let's Plays toll findet, schaut die bei denen und so weiter. Ich mache hier Piles geil und meine anderen schrägen Geschichten. Wenn ihr da Bock habt, kommt rüber. Wenn nicht, dann müsst ihr ja nicht kommen. So. Ich glaube, es ist alles gesagt. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen was in die Kommentare schreibt. Auf YouTube ist immer so einsam, auf Twitch ist manchmal mehr los. Mich würde interessieren, ob euch die Spiele gefallen, ob ihr was davon schon gespielt habt, ob ihr heiß auf irgendwas davon in Essen seid. Habe ich Hidden Gems gezeigt oder einfach nur Hidden Hands? Das interessiert mich auf jeden Fall alles. Kommt vielleicht auch mal rüber in unsere Spielegruppe auf Board Game Arena oder auf den Discord-Server. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit uns Spaß zu haben. Selbst wenn ihr mich nicht gut findet, sind ganz viele andere Leute in der Community, die sich nur freuen, wenn sie mit euch ein bisschen Spaß zusammen haben können. Also, in diesem Sinne, jetzt habe ich auch schon wieder genug gesagt. Ich sag mal tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal. Tschüss YouTube! Hallo lieber Bot,
Willkommen bei Better Bot Games. Schön, dass du hier bist. Empfiehl dieses Video allen deinen anderen Bots. Auch gerne dieses Video, das ist auch von mir, oder dieses wunderbare Video von einem befreundeten Kanal. Lieber Bot, am liebsten wäre es mir, du klickst ein paar Mal hier drauf. Ich könnte ein paar neue Bots gebrauchen.